Finals verloren und ja, es könnte sein Turnier werden. Er präsentiert sich hier trotzdem in guter Form, aber Gary Anderson ist sein Mentor. Mal gucken, ob das heute eine Rolle spielt. Es war auch mal, du hast das ja gestern schon kurz angesprochen, war mal ein ganz enges Verhältnis zwischen den beiden, das sich letztes Jahr so ein bisschen entzweit hat. Ja, zumindest sind sie nicht mehr im selben Management, aber die Begrüßung auf der Bühne war recht freundlich. Beide hatten Grinsen auf den Lippen. Mal gucken, ob das im Spiel dann auch der Fall sein wird. Ja, auf jeden Fall geht es um einiges. Gary Anderson verliert ja auf jeden Fall auch ein paar Pünktchen im Ranking, wenn er dieses Turnier nicht gewinnt. Ne? Der könnte aus den Top 10 rausrutschen. Denn der verteidigt diesen Titel von vor 2 Jahren hier. So schaut's aus. Noch ist er auf Position 8. Er könnte aber, wenn er jetzt heute rausgeht, auf Position 11 fallen. Und Michael Smith, der wird sich definitiv verbessern, nachdem ja die ganze Garde fast raus ist. Der Top 10 Michael Smith wird, egal was passiert, nach diesem Turnier auf Rang 4 der PDC Order of Merit gelistet sein. First leg, Gary, to throw first. Gary Anderson hat das Ausbullen gewonnen und startet damit in dieses Match. Es heißt First to 17. Also, wir gehen wieder eine Distanz weiter, Max. Es wird immer länger, länger. Es wird natürlich damit auch immer spannender. Und man muss auch keinen Hehl draus machen, Max. Dein Tipp ist ja Gary. Mein Tipp ist Gary, ja. Ich glaube, er wird die Phil Taylor Trophy morgen Abend in die Höhe strecken. Und Michael Smith in seinem 5. Major-Halbfinale seit Anfang 2019. Er hat so mittlerweile, nachdem Peter Wright ja auch den WM-Titel gewonnen hat, hat er so ein bisschen übernommen, ewiger Zweiter in Anführungszeichen. Das wurmt den ja auch wie Sau. Ja, das stimmt. Er wird natürlich auch von den anderen Jungs so ein bisschen damit aufgezogen. Gerade Michael van Gerwen kann sich da keinen Seitenhieb verkneifen. Aber ja, auch ich bin mir sicher, dass Smith es irgendwann schaffen wird, weil die spielerische Qualität hat er auf jeden Fall. Und wir sind auf heute gespannt, hat zuletzt 4-mal in Folge gegen Gary Anderson gewinnen können. Michael Smith. Aber bei Gary hat man immer so das Gefühl, er ist ja ein Spieler für die großen Turniere. Und auch wenn sein Anfang so ein bisschen schleppend war, er kommt halt doch ins Spiel. Und Simon Whitlock war eine harte Nuss zu knacken für Gary Anderson tatsächlich. Ja, das war ja der Mann, der Michael van Gerwen aus dem Rennen genommen hat. Der hat sich hier mal wieder in sehr, sehr guter Verfassung präsentiert. Und ja, Gary ist aber auch einfach sehr erfahren. Ich meine, er ist Back-to-Back-World-Champion und der weiß, wie man die großen Titel holt. Und so ein bisschen überraschend ist es auch, dass unter den 4 Halbfinalisten Gary Anderson den schlechtesten Turnier-Average bislang spielt mit 93,8. Was aber auch heißt, dass natürlich noch enormes Potenzial schlummert bei Gary. Ja, definitiv. Gary kann weit über die 100 spielen. Das auch über eine lange Distanz. Wundert mich tatsächlich auch ein bisschen, wer hat denn den besten Average momentan? Den besten spielt Glenn Durrant. Glenn Durrant. Der einzige, der über 100 spielt, 100,2 über das gesamte Turnier. Und wir wissen auch, der hat gestern im Viertelfinale 3 bis 4 Punkte im Average noch verschenkt durch diese 2 Legs, wo sie 23 Darts gebraucht haben und unendlich auf Doppel vergeben haben. Ja, das Doppeldrama. Genau, Anderson holt sich hier das erste Leg. Erste 180, die geht an Michael Smith. 140. Michael Smith war seine 27. 180 im Turnier. Er hat sich da ein bisschen hochgespielt. Auch gegen Christopher Tajski hat er 13 Mal die 180 geworfen. Mehr fielen bislang für einen Spieler noch in keinem Match bei diesem World Matchplay. 85. Was man natürlich sagen muss, Max, so übers Turnier gesehen, auch Michael Smith, er wirkt ein bisschen stabiler, gerade auch mental. Wir haben ihn oft gesehen, als er schon nach 2, 3, 4 schlechten Legs komplett verzweifelt ist. Das hat er ein bisschen in den Griff bekommen, so scheint es. Ja, das stimmt. Er hat an sich gearbeitet. Auch optisch sieht man bei Michael Smith eine Veränderung. Der hat ein paar Kilo abgenommen. Sieht recht fit aus. Und schauen wir jetzt mal auf die Doppel-10. Doppel-5. Doppel-5 zum Ausgleich 1:1. Ja, aber du hast recht. Er lässt nicht mehr so schnell den Kopf hängen. Der fightet wirklich bis zum bitteren Ende. Und das hat er in den letzten Jahren gelernt.
Man konnte auch damals sehen beim WM-Finale gegen Van Gerwen, er hat sich dann, wo er 2-3 Sätze hinten war, doch relativ schnell aufgegeben. Das hat ihm aber insgesamt auch einen tatsächlichen Knacks gegeben, dann das verlorene WM-Finale 2019. Das hat man schon gemerkt im Jahr darauf. Genau, da kam erstmal ein kleiner Einbruch. Auch die Premier League-Saison lief dann eher suboptimal für ihn. Auch auf der European Tour lief nicht viel. Und der hat dann wirklich schon so ein knappes Jährchen gebraucht, um da wieder zu seinem A-Game zu finden. Dann natürlich noch die Streitigkeiten mit dem Management von Gary Anderson, wo er dann eben auch aus dem Vertrag raus ist. Turbulentes Jahr hinter sich. Und überhaupt bei den Darts, Max, wir sprechen da auch ja immer in den Pausen und so drüber. Das ist schon krass, da kann sich von einem Tag auf den anderen, von einem Wurf zum anderen so viel verändern, ins Positive wie auch ins Negative. Man hat da Sachen, wo man sagt, ich kann es mir nicht erklären, warum das jetzt gerade so ist. Umso erstaunlicher ist es doch, dass sich Leute wie, und ich finde ihn immer noch ein Phänomen, ein Steve Beaton seit unglaublich vielen Jahren immer wieder da in diesen Topgruppen hält. Ja, das stimmt. Das hat, glaube ich, aber auch viel mit dem Mindset von Steve Beaton zum Beispiel zu tun. Der ist seit Jahren im Geschäft und der hat auch richtig Spaß daran. Ja, also er gibt niemals auf und er sagt sich, hey, solange wie ich Dart spielen kann, es bietet sich immer eine Chance und so ist es ja wirklich auch. Wir haben gesehen, Sam Whitlock jahrelang schon keinen Titel mehr gewonnen, aber jetzt hat er mal wieder geglänzt und findet zu alter Form zurück. Auch ein Adrian Lewis, der zweifacher Weltmeister schon ist. Der hat hier bei dem Turnier mal wieder gezeigt, was er kann. Es ist einfach so, es ist ein Sport mit Höhen und Tiefen verbunden. Und man kann wie aber in jedem immer, Sport, Max, genau, niemals aufgeben. Niemals aufgeben, ja. Das ist wirklich so. Gerade beim Darts, es sind Millimeter, die den Unterschied machen. Und natürlich heißt es auch heute die Darts der Stars, die von Gary Anderson oder Michael Smith, der mit seinen Darts hier die zweite 180 wirft. Die gibt es natürlich auch käuflich zu erwerben, entweder online und im Dartshop-Fachhandel. Und eine hinterher von Michael Smith. Damit kann man arbeiten, oder Max? Definitiv, definitiv. Beide sind ja bekannt für ihre Powerscores. Jetzt hat Michael Smith schon 380er geworfen in der Partie. Doppel 8 war ein starker Weg hier. So, und 10 Data jetzt möglich. Nee. Ja, das waren Runde verzählt, war ein bisschen mehr. 15 Darts waren das jetzt. Ja, man hat sich von den 280ern ein bisschen blenden lassen. Ja. Aber das waren keine 6 Perfekte. Dennoch starker Anfang von Michael Smith. Man sieht jetzt schon zu Beginn, dass Gary von Anfang an ein bisschen fokussierter ist und auch mehr auf die Scores achtet. Das hat man schon in den Runden zuvor gesehen. Da ist es ihm nicht egal, aber er weiß halt auch um seine Stärken. Aber das ist schon auch für ihn jetzt irgendwie ein besonderes Match, natürlich dieses Halbfinale. Und auch er jetzt mit seiner ersten 180. Ja klar, Gary Anderson hat schon viele Stunden mit Michael Smith gemeinsam am Dartsboard verbracht. Die sind gemeinsam viel gereist, gerade wo sie beide Premier League gespielt haben. Doppel 18. Wäre ein feines kleines Ausrufezeichen zu Beginn hier gewesen, Gary Anderson, die 153. Er übt nochmal Druck aus, aber Doppel 18 für Anderson. Doppel 18 für Anderson, das passt und damit Gary Anderson hier mit 3-2 vor. Hinein in Halbfinale 1 beim World Matchplay Gary Anderson gegen Michael Smith. Gary Anderson, der zweifache Weltmeister, der auch dieses World Matchplay hier schon gewonnen hat, ist mit 3-2 in Führung. Max, von beiden ein Auftakt eigentlich ohne Fragezeichen, nur mit Ausrufezeichen. Das ist voll drauf von beiden. Definitiv, beide volle Fahrt voraus und beide möchten hier unbedingt ins Finale. Anderson momentan mit dem höheren Average, wir sehen es gerade eingeblendet. Und beide ja einen extrem schnellen Wurfrhythmus.
180, Nummer 4 von Michael Smith. Man sieht schon, wenn der erste perfekt steckt, da folgen zwei weitere Darts. Also, um das schon nach 5 oder 6 Legs zu sagen, so gut wie hier hat Gary Anderson im Turnier noch nicht gespielt. Das ist auch fix, oder Max? Stimmt, ja. Möglichkeit zum Break von Gary Anderson. Nimmt er mit zum 4:2. Und natürlich gibt es die komplette Abdeckung. Der Dart dieses wunderbaren Sports und natürlich speziell derzeit des World Matchplay auf Sport1.de und in der Sport1-App auch natürlich mit Highlights im Videobereich, wie zum Beispiel dieser Szene von Vincent van der Voort oder der bislang einzigen 170, die gecheckt wurde von Gabriel Clemens in diesem Turnier. 180, Nummer 2. Und das Schöne an Gary Anderson ist ja, der muss so eine 180 nicht rein schuften, Max, wenn man sieht so will. So locker aus, sondern das ist ja schon fast bonfortionös immer, wie das bei ihm aussieht. Er hat wirklich eine astreine Wurftechnik. Jetzt ist er mal auf die Triple 19 gegangen und auch da war er erfolgreich. Die 177 erzielt. Schauen wir auf die 116, der rutscht ihm ab in die 3, nicht mehr möglich, diese Punktzahl zu checken. Jetzt überlegt er, was er macht. 42. Aber Smith ist noch weit weg. Gerade hat Gary Anderson so das Momentum auf seiner Seite. Ne? Break Michael Smith, schlägt stark auf. 56, Gary Wars 74. Und kann jetzt 5:2 in Führung gehen. Ist ja auch, wenn du mit den Darts spielst, also wenn du so ein Leg beginnst, Max, und dann 180, 177 oder sowas spielst, oder zwei richtig hohe Aufnahmen, dann ist das schwer. So ist das ziemlich leicht. Es sieht zumindest leicht aus. Bei Gary Anderson ohnehin und es steht 5:2 für den Schotten. 60. Und das ist jetzt eine Möglichkeit für Gary Anderson, auch wieder hoch gegen die Legs gegen die Darts einzusteigen. Ja, da lauert er drauf. 100. Ja, immerhin ein Triple noch erwischt. Ja, Smith muss aufpassen, dass Anderson diese Phase jetzt nicht ausnutzt und ihm hier 100. Leicht davonzieht. Muss dranbleiben. Ganz ansonsten muss Michael Smith schauen, ob er ein Glenn Durant ist. Genau, ja. Er ist immer für ein Comeback bekannt. Den sehen wir ja später noch gegen Dimitri Vandenberg. Auch ein interessantes Match. Weil so ein Generationenspiel auch irgendwie unterschiedliche Spielstile, unterschiedlich. Der eine emotional ohne Ende, der andere stoisch, konsequent. Ja, vor allen Dingen Dimitri ist ja so der Lockere, der kommt da hoch mit dem Tänzchen. Und Durant ist schon eher so der Abgezockte, der ein bisschen ruhig bleibt. Und ja, das wird spannend später. 140. So, Vorteil Michael Smith jetzt in seinem Leg. 131. Aber Gary legt da gute Zahlen immer wieder hin. Doppel 20. Oh, das ist stark gelöst von Michael Smith. 120 rausgenommen zum ersten High Finish in diesem Match. 40. Michael Smith bislang in diesem Turnier inklusive diesem 7 High Finishes gespielt. Die höchste Zahl, die er rausgenommen hat, ist die 124. Was auffällig ist, Checkout Percentage übers komplette Turnier hinweg von Michael Smith bei 50%. Das ist schon brutal stark, Max. Bärenstark, bärenstark. Gerade auf die Doppel hatte Michael Smith immer mal wieder Probleme gehabt in der Vergangenheit. Ist ja schon immer ein Powerscorer, der wirft immer viele 180er, viele 140er. Aber auf die Doppel hat er mal Schwächephasen gehabt. 95. Oft zu sehen heute der Weg von Gary Anderson, Triple 19, Triple 18 dann auch rüber. Ja, er switcht recht viel, aber ja, das macht er ja auch häufiger. 115. Ja, wird jetzt auf die 18, er bleibt da oben. 115. Ja. 168 ist eine Bogey-Number. Das heißt, die kann er nicht auschecken. Eine von 7 an der Zahl, unter der Zahl 170, aus denen man nicht rauskommt.
Die versucht man natürlich eigentlich rechnerisch schon im Vorhinein zu vermeiden. Deswegen auch deine Sache. Jetzt muss er runter auf die 19. Er hat mich gewundert, stellt sich aber die Doppel 14. Nochmal 120 Punkte für Mike Smith. Möglich. Eben schon gecheckt. Und nochmal auf Tops. Nee. Diesmal leicht untersetzt. Und Doppel 14 von Gary Anderson. Ungewöhnliches Doppel für ihn, aber er kann fast alles an diesem Dartsboard, Max. Ja, Doppel 14, ja eigentlich das Doppel von Menzo Suljovic. Aber auch da sehen wir eben, der Horizont von Gary Anderson ist ein weiter am Dartsboard. Das stimmt. So, und jetzt spielt er sich gleich gut hinein, wieder in dieses Leg von Michael Smith. Der bleibt erneut ohne Triple. Und wenn, dann trifft die Triple 18 und scoret. Ja, wäre jetzt extrem wichtig hier für Anderson, das Break zu landen vor der Pause. Dann geht er hier 7-3 in Führung. Jetzt ist er wieder auf. Das ist gut. Das ist so gut von Gary Anderson. Und diese Lockerheit ist auch da. Man sieht es ihm nicht an, wie er schmeißt. 140. Gary Record 134. Aber Smith bleibt dran. Ganz stark jetzt. 74. 94. Lässt sich Tops Rest. Da müsste es jetzt schon das High Finish für Michael Smith sein. Triple 20 hat er. Noch eins. Der passt nicht und damit kommt er nicht mehr raus. Und Gary Anderson mit ganz wichtigen Darts aufs Doppel vor der zweiten Pause. Der erste passt 7-3 für Gary Anderson. Ha, der hier schon extrem stark spielt. Der Vorsprung scheint zwar komfortabel, es ist aber nur ein 2-Break-Vorsprung von Gary Anderson erstens und zweitens, die Distanz ist natürlich auch noch eine längere. Natürlich, wir spielen hier First to 17, also wer als erstes 17 Legs hat, da braucht Gary Anderson jetzt noch 10. Aber wie sich Gary gerade präsentiert hat, mit was für einer Kaltschnäuzigkeit der gecheckt hat, das zeigt mir einfach, der ist heute extrem fokussiert, der will Mike Smith unbedingt eine Lehrstunde erteilen und ich glaube, der zieht heute ins Finale ein. 57. Wir werden dich daran messen, Max. Aber das Wichtigste ist ohnehin, dass es einfach Spaß macht. Ich meine, Darts macht immer Spaß, aber das Niveau, das die beiden hier spielen in diesem Halbfinale, das ist schon... Das ist enorm hoch. Auch Mike Smith. Mike Smith hat ja bereits schon 480er jetzt geworfen. Auch hier wieder wunderbar aufgepimpt die Triple 20 von Gary Anderson. 123. Der steckt wieder prima. 99. Bislang ja nur in Anführungszeichen vor diesem Match 20 Mal die 180 von Gary Anderson in 3 Matches. Das ist für ihn tatsächlich Durchschnitt. Ja, nicht mal Durchschnitt. Das ist halt langsamer Start ins Turnier so ein bisschen. Ja. 68. Michael Yerkoa 160. Ach, schade, so ein High-Finish hätte Mike Smith mal gut getan. 70. Probiert da zweimal das Bullseye zu erwischen. Kommt aber fast nicht ran in den Legs von Gary Anderson. Und er ist sehr, sehr sicher, nicht nur im Vorwegspiel, sondern auch aufs Doppel. Macht hier 8 von 15 bislang aus. Und natürlich hoffen wir alle, Max, du auch, dass es bald wieder wert, die 180 Nummer 5 von Smith fällt, Darts mit Zuschauern gibt. Atmo hier und alles und wie die wollen, hin oder her, aber es ist nicht das Gleiche. Und deswegen raten wir euch jetzt schon mal nach Tickets zu schauen. Wir sagen euch, wie das geht auf sport1.de/darts-sport. Da gibt es einen Artikel, der heißt, diese Top-Events dürfen Darts-Fans nicht verpassen. Schaut da rein, die PDC Europe hat ein paar Turniere angesetzt. Da sind auch Majors dabei, wie das World Series of Darts Final in Salzburg, 18. bis 20. September. Und die European Darts Championships, angesetzt 29. Oktober bis 1. November in Dortmund. Hoffentlich das Ganze wieder mit euch Fans. Six.
60. Gary Hall 161. 161 von Gary Anderson. Triple 17, Pass, Bullseye! 121, Michael Uriah 55. Weißt du, was Gary Anderson heute auch ist? Das hat man in den vorigen drei Matches auch nicht gesehen. Das Grinsen, das er sonst so hat, wenn er sowas verpasst eigentlich. Da hat er so ein kleines schelmisches Grinsen, nimmt das nicht so ernst, während Michael Smith hier dann zum 8:4 ausmacht. Aber auch das zeigt, wie fokussiert er ist. Ja, das stimmt. Extrem verbissen heute. Kämpft hier um jedes Leck. So, und wir schauen mal. Die ersten Tweets kommen hier rein unter unserem Hashtag. Frag Max. Nee, funktioniert im Moment nicht. Wir versuchen es auch so für euch natürlich rauszusuchen und werden dann die Fragen im Lauf dieser Sendung beantworten, auch wenn es grafisch nicht funktioniert. 50. Und die Frage war, wir nehmen die gleich auf, Max, ob es für die Spieler einen Unterschied macht, mit Fans oder ohne Fans zu spielen. Ihr kennt das ja von den Floor-Turnieren, die ohnehin ohne Zuschauer gespielt werden, jetzt aber auch die Großen. Es macht definitiv einen Unterschied. Also ich glaube, die meisten Spieler lieben es, vor Publikum tatsächlich zu performen und vielen gibt es auch nochmal so einen Kick. 100. Michael van Gerwen ist gerade so einer, der zieht sich da so ein bisschen dran hoch, dass die Menge seinen Namen singt und dann performt er auch wirklich immer super. Und man hat jetzt hier gemerkt, ohne Zuschauer geht er in Runde 2 gegen Whitlock raus und der hat auch gar nicht so motiviert gewirkt wie sonst, weil er ja normalerweise auch mit dem Publikum interagiert. Also der jubelt bei einer 180, der brüllt und schreit da auf der Bühne. Und das macht halt einfach mehr Bock mit Zuschauern, wenn da jetzt keine im Hintergrund sind. Vielleicht war das auch so ein Faktor, warum er dann wirklich seit 6 Jahren sein schlechtestes Bühnenspiel absolviert hat hier beim World Matchplay. 104. Und auch ich persönlich spiele natürlich lieber vor Zuschauern. Wenn man die schon grölen hört, da hat man einfach Lust, jetzt auf diese Bühne rauszugehen 52. und möglichst viele gute Darts ins Board zu feuern. Und das Ganze nochmal anzuheizen. Ja. So, Gary Anderson zweimal Triple 19 für Doppel 6. Die High Finishes verpasst er noch. 52. Aber das heißt in diesem Fall Breakmöglichkeit für Michael Smith. Ja, wichtiger Moment. Doppel 20. Doppel 10. Lässt sich Zeit. Nimmt sich Zeit. Fokussiert nochmal neu. Und das war ein wichtiges Break für Michael Smith, weil er jetzt im 13. Leg überhaupt zum ersten Mal dieses Break spielt und die Anwürfe, die Darts von Gary Anderson nimmt. Ja, schlägt jetzt hier auch super auf. Besser kann man es nicht machen. Nächste 180 für Michael Smith. Die 300. im Turnier. Es ist ein absoluter Impulsvortrag von beiden Spielern hier, dieses Halbfinale. Und vom Gefühl ist man noch gar nicht so mittendrin, sondern, oder Max, weil es so schnell geht, auch gefühlt immer noch Anfangsphase. Ja, beide haben ja einen extrem schnellen Rhythmus, aber es steht tatsächlich schon 8:5 für Gary Anderson. Aber die Distanz ist ja heute auch länger, first to 17 legs. Gary Anderson spielt bis hierhin 98er Average. 59. Michael Smith bis jetzt knapp 92,3. Gefühlt ist das Match vom Average sogar höher. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass beide so beim Schnitt von 100 Punkten liegen. Gerade Michael Smith mit 92, das überrascht mich ein bisschen. Tops. 48. Mal ausgelassen. Gary Anderson mit der Chance zum Rebreak. 80 Rest. Ja, probiert er Tops. Also zweimal das Doppel zu erwischen. 60. Ja, und der weit runter. Einen Dart, aber wurde ein bisschen abgelenkt nach unten. Doppel 10 funktioniert bislang gut bei Michael Smith, so auch diesmal 8:6.
Gary Anderson, der einzige der Halbfinalisten, der schon mal ein Major gewonnen hat. Es ist ja ein ganz besonderes, dass dieses World Matchplay, erstens, dass es zum ersten Mal nicht in Blackpool stattfindet im 27. Jahr und dann auch noch dieses Favoritensterben, das sich da hingezogen hat. Diese beiden hier, die Bestplatzierten, die einzigen, die noch dabei sind, und das war schon im Viertelfinale so, die unter den Top 10 stehen. 58. Ausweichen auf Triple 19 funktioniert gut bislang bei Gary Anderson. Also sehr sicher auf die Triple 19. Generell der Switch funktioniert gut. Auch die Triple 18 war Gary Anderson bisher sehr sicher drauf. 60, Gary 151. Michael Smith hat gerade so ein paar Probleme, hohe Scores zu erwischen. 6 Darts für die 151 von Gary Anderson. 55. Ist noch ein Weg zu gehen, die 96, aber immerhin das 2-Dart-Finish, das steht. Und das ist Nummer 7 von Michael Smith. Maximaler Druck auf der 96 von Gary Anderson. Doppel 18 Tops. Und jetzt die Chance zum Break, um diese Breaks auszugleichen, Michael Smith. Wir haben davon gesprochen, Maxi, Comeback-Qualitäten. Gegen Mensur gesehen, jetzt muss er umstellen. Doppel 2, sehr sicher und cool gespielt. Und damit ist mit diesem Break von Michael Smith eigentlich alles wieder gerade gerückt und offen. Die Möglichkeit jetzt für euch auf 5.000 Euro in unserem Gewinnspiel. Und eines von 10 Dartsets und dann Smith. Und Smith jetzt zum Auftakt in dieses vierte Segment. Also mit den Darts, das heißt jetzt kann er hier ausgleichen. 134 zum Auftakt. Das ist gut ins eigene Leg. Gary Anderson geht mit der 140. Weiterhin, Max, ist es ein bisschen erstaunlich, dass tatsächlich der Average von Michael Smith sich gerade um die 91 weiter nur bewegt. Ja, gerade weil er schon so viele 180er geworfen hat. Ich glaube aber, das hängt einfach damit zusammen, dass er relativ wenige Scores von einfach nur 100 Punkten hat, sondern er hat öfters mal dann Aufnahmen wie hier ohne Triple eine 63 geworfen. Und das war wichtig, dass er sich die 170 stellt. Aber bei Mike Smith gefühlt, entweder er erwischt drei Triple oder keins. Schauen wir auf die 170, das wäre jetzt ein Big Point. Und nachdem wir natürlich nur bei den drei Trippeln immer aus uns rausgehen, so richtig, Max, ist das vom Gefühl dann natürlich immer dieser Average. Also kann doch nicht sein, dass der nur 90er Average spielt. So, und das ist das erste High Finish von Gary Anderson. Was für ein Zeitpunkt. Er breakt hier Michael Smith und geht mit 9-7 in Führung. Es ist schon fast ein bisschen unverschämt tatsächlich, wie er dieses Leg so gespielt hat. Ein bisschen. Er hat vorher schon zweimal einen High Finish verpasst und dann nimmt er ganz schnell ohne Emotion die 127. Ja. Aber Michael Smith zeigt sich unbeeindruckt. Ach, der 180. 121. Aber auch hier erleben wir einen gefassteren Michael Smith. Du hast recht, früher hätte er damit sich gehadert, hätte sich drüber aufgeregt. Mann, jetzt hat der Gary mir 127 vor der Nase weggecheckt. Aber er macht einfach unbeeindruckt weiter und feuert sofort wieder eine 180 ins Board. Was Gary Anderson natürlich auch nicht kann, aber wir können das immer dank der Kamera. Du kannst ihm auch immer ins Gesicht schauen. Und da hat er ja auch immer so, ist er so innerlich im Gesicht schon komplett zusammengefallen. Das stimmt, ja. Der steckt sehr gut. 123. 7 für die Doppel 20 zum Rebreak. Doppel 20, Doppel 10, sehr sicher Michael Smith. Offener Schlagabtausch jetzt hier. ...134.
44. Auch insgesamt die Geschwindigkeit dieses Spiels weiterhin so enorm hoch, Max. Ja, beides schnelle Spieler, 140. Aber trotzdem so treffsicher. 140. Wahnsinn. 170. Also Minimum sind derzeit zwei Triple pro Aufnahme. Wahnsinn. Jetzt kann Mike Smith die 127 checken. Triple 19. Bullseye. Triple 19, Bullseye. Oh. Er schmiegt sich ran an den Draht. Aber Liebe ist das noch nicht mit dem Bullseye für den Bully Boy. 42. Michael, you require 25. Dessen Ziel es ja ist, endlich das Major, endlich vom Bully Boy zum Golden Boy zu werden. Die Doppelzehn extrem stark und damit jetzt Ausgleich von Michael Smith. 105. Seit dem dritten Leg war Gary Anderson in Führung. Bis hierhin. 60. 58. Erste Mal unzufrieden mit seinen Darts jetzt gewesen. Ja, meckert da so ein bisschen mit sich selbst. Viel im Gespräch mit sich selbst. Fängt jetzt mal auf die 19 an. Bleibt da unten. 95. 57. Smith ohne Triple. Damit kann Gary Anderson sein Leg wieder in die Hand bekommen. Das macht er und zwar in sehr souveräner Art und Weise. Das ist Nummer 5 für ihn. Er koloriert erneut das rote Triple 20 Feld und zwar komplett angemalt. Doppel 14, auch das sicher. 10-9 Gary Anderson. Und die Darts, eines Gary Anderson, eines Michael Smith. Und Max, deine gibt es noch nicht, aber auch bald. Du bist in der Neuentwicklungsphase. Genau, momentan spiele ich einen Prototypen. Der liegt aber sehr gut in der Hand und der wird höchstwahrscheinlich auch produziert und dann so im Herbst rausgebracht. Heißt, die Darts aller Stars gibt es natürlich auch online und im Dartshop-Fachhandel. Man muss einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten und auch aus Amateursicht ist es zu bestätigen, dass die Darts von Max Hopp sehr gut in der Hand liegen. Auch Gary Anderson Darts ist ja wirklich so ein klassischer Anfänger. Da ist ein schlanker Barrel, der recht griffig ist, der eine gute Länge hat, der schön austariert ist, eine gute Balance hat und ja, spielt jetzt vielleicht nicht auf Anhieb so gut wie Gary Anderson, aber er liegt auf jeden Fall sehr schön in der Hand und kann ich auch nur jedem Anfänger empfehlen, die Darts von Gary Anderson sich zuzulegen. 140. 140. Klasse, eine 140 nach der anderen hier. Hammer. Schauen wir auf die 128. Noch eine Triple 18. Doppel 10. Gary Anderson. Wow. Nächstes High Finish von Anderson. Wieder passt der Zeitpunkt. Sind das wunderbare Darts. Wir wollen das Spiel noch nicht champagnisieren, aber das ist ein großes Max. Wo seine Schwachstellen sind, also sicherlich kleiner Vorteil für Gary Anderson. Und Gary hat ja auch mal gesagt, ich habe dem wirklich alles beigebracht, was ich kann an den Darts, auch an Erfahrung, an Tricks. Nur eines nicht, wie er mich schlagen kann. So schaut's aus und das macht er ihm natürlich vor so einer Partie auch immer wieder vielleicht mal mit einem lockeren Spruch klar. Oder auch in der Pause, wir wissen ja nicht, was die kommunizieren. Die sind auf jeden Fall in einem großen Raum. Und auch für euch heißt es nochmal mitkommunizieren über unsere Social Media Kanäle, Twitter, Facebook, Instagram unter Hashtag FragMax. Der Max freut sich, wenn ihr ein paar Fragen hier reinschmettert, die wir natürlich im Laufe der Sendung hier beantworten wollen. Ja, sehr gerne.
59. Max, was auch immer wieder interessant ist für viele, die natürlich nicht hinter die Kulissen blicken können in diesen Pausen jetzt bei so einem Match. Was passiert da? Wo geht man da hin? Macht man da überhaupt was? Schnappt man mal frische Luft? Setzt man sich nur mal hin? Spielt man vielleicht auch weiter? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt hier ist es natürlich in Milton Keynes sicherlich auch wegen den Corona-Regeln etwas anders. Ich glaube, da haben beide eine separate Box. Ansonsten ist es wirklich ein großer Raum, wo beide Spieler ihren Tisch haben. Da kannst du dir einen Müsli-Riegel reinhauen. Du kannst auch mal kurz vor die Tür gehen. Du kannst aufs Klo gehen. Auf der Bühne ist es ja auch sehr heiß. Wir haben da kalte Handtücher. Also die sind wirklich eiskalt. Die kann man sich mal in den Nacken legen, um kurz runter zu kühlen. Und manche Spieler gehen auch wirklich ans Handy und lesen sich ein paar Stichpunkte durch, die sie sich aufgeschrieben haben. Andere haben Zettel da liegen von ihren Mentalcoaches teilweise, wie sie wieder zurück in den Tunnel finden. Der andere haut sich einen Traubenzucker rein. Also es variiert wirklich. Michael Smith habe ich auch oft gesehen, dass er sich die Kopfhörer reinmacht. Also Michael Smith hört generell auch beim Warmmachen sehr, sehr viel Musik. Also er rennt ständig mit Kopfhörern in den Ohren rum und macht das auch mal in so einer Pause. Was macht Max Hopp in so einer Pause? Max Hopp fährt in der Regel runter, atmet durch und probiert sich dann wieder hoch zu pushen, dass es gleich wieder rausgeht. 12:9 für Gary Anderson. Und es möglichst erfolgreich weitergeht. Ich kann ja zu gut das World Matchplay Format nachvollziehen. Ich bin letztes Jahr mit 14:12 gegen Michael Smith rausgegangen beim World Matchplay. Da hatten wir, glaube ich, drei Pausen. Ja, und auch da hat er sich einmal die Kopfhörer reingesteckt. Ja. Vielleicht hat er da so ein, zwei Lieder, die ihn echt wieder in die Spur bringen. Und auch das ist interessant, nach jedem Break, beziehungsweise Anfang vom Spiel und dann eben nach diesen kurzen Pausen, hat jedes Mal bis jetzt Gary Anderson das erste Leg gewonnen. 131. Ah, man gerät ja fast ins Schwärmen, oder? Das stimmt, ja. Vielleicht an der Stelle eine kleine Anekdote. Jelle Klaassen, ja, auch damaliger Premier League-Spieler, der wechselt in den Pausen manchmal sogar das Shirt. Also ähnlich wie man es vielleicht vom Fußball oder vom Handball kennt, dass die in der Halbzeit sich ein frisches Trikot anziehen. So ist es teilweise bei den Dartspielern auch, dass die sagen, hey, da oben sind es 50 Grad durch die Scheinwerferbeleuchtung und nach zwei Pausen ist das Shirt einfach durchgeschwitzt. Ich ziehe mir ein frisches an. 96, Gary Lacroix 62. Gary Anderson wieder auf die Doppel 4. 58. Guck mal, wie er sich ärgert. Ja, was ein Break auch wäre. Ja, ja, kein verschmitztes Grinsen mehr. Das ist schon, ah, verdammt. Das Leck hätte ich mir holen können. Doppel 10. Doppel 5. 69. Ah, jetzt lässt er aus. Michael Smith hier und das wird sich Gary nicht nehmen lassen, die Doppel 2. Denn da ist das erneute Break zum 13:9. Für Anderson. Alle Highlights, alles Wissenswerte, natürlich auch der Turnierbaum. Und wer vielleicht dann im Finale gegen wen spielt, vielleicht steht schon da. Schaut mal rein, sport1.de oder die Sport1-App. Was orakelst du so, Basti? Wer wird das Finale spielen? Ja, wir haben ja auch, ich glaube an Anderson gegen Durant, obwohl ich es Demis von Herzen gönnen würde. Ja, ich auch. Gerade bei seinem Debüt, was wäre das für eine Story, wenn der hier A ins Finale geht und das B vielleicht sogar noch gewinnt. Er wäre der Zweitjüngste, der dieses Turnier jemals gewinnen könnte. James Wade war einst 24, als er das World Matchplay gewann. Phil Taylor war mit 56 der Älteste bei seinem letzten Turniersieg 2007. Dann ist er ja zurückgetreten und seitdem heißt dieser Pokal auch die Phil Taylor Trophy. Es war ja wirklich sein Lieblingsturnier, also er hat sich immer wieder gefreut, diesen World Matchplay zu spielen. 16 Mal insgesamt gewonnen. Ja. Und dazu noch bescheidene 16 Weltmeistertitel. Und diverse andere, also Phil Taylor, die Legende. Ikone des Sports. So, Gary steht wieder ganz gut da. Kann seine Führung jetzt etwas ausbauen. Doppel 20. Doppel 10. Er passt. 14:9 Gary Anderson. Da zieht Michael Smith jetzt etwas davon. Ja, der muss aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren jetzt hier. Ja, genau, jetzt hat er dieses Hadern wieder.
Genau, jetzt hat er mit sich selbst ein ernstes Wörtchen gesprochen. Bloß nicht den Fokus verlieren, Michael. Wir dürfen nicht vergessen, drei Legs noch für Gary Anderson bis zum Finale. First to 17 heißt es hier. Michael Smith kam schon mal zurück nach einem 3:8 in diesem Match. Zumindest bis auf 8:7 heran. Das Scoring und das Timing. Ebenso wie die Doppel. Also es ist schon schwer, den Gary Anderson in der Form zu schlagen, Max. Ja, das stimmt. Er hat ein gutes Gesamtpaket. 100er Average spielt er. Checkout-Quote 46. Bei fast 47%. Das sind super Werte. Also alles über 40% ist wirklich über so eine Distanz astrein. Und was man immer wieder, auch wenn es viele jetzt oft schon gehört haben, Max, Timing. Timing ist ganz, ganz wichtig. Kannst du ein besseres Timing haben, als Michael Smith kommt ran, gewinnt 4 Legs in Folge auf 8:7, kurzer Break und du breakst ihn direkt wieder zum 9:7 im ersten anstehenden Leg mit der 127. Ja, einmal mit der 127 und dann verabschiedet er sich mit einem 128er Check in die Pause. Ja. Und ja, das sind so diese kleinen Neckbreaker, würde man sagen, diese kleinen Genickbrüche, wo man dem anderen dann davonzieht. Ne? Jetzt auch Doppel 18 fürs erneute Break, Doppel 9. 78. Ja, lässt da aus. Chance für Michael Smith, hier dran zu bleiben. 12 für die Doppel 20. Zwei auf die Tops, einer auf die Doppel 10, die fast besser läuft als die Doppel 20. So auf 4 und damit verkürzt er auf 10:14 aus seiner Sicht. £50.000 haben beide hier schon mal sicher. Mit diesem Halbfinale für Gary gilt es natürlich da auch noch mal ordentlich zu verteidigen. Wir haben das angesprochen, vor 2 Jahren gewann er ja das Turnier. Damals war die Siegprämie 115.000. Jetzt gibt es für den Sieger £150.000. 9.180 von Michael Smith. 100. Bleibt dran. Stellt sich hier 121 Punkte Rest. Schauen wir mal, wohin Gary sich bringen kann. 22. Einer seiner berühmten Bouncer bei diesem Turnier, Gary Anderson. 6 Darts Zeit für Michael Smith, hier 121 Punkte zu checken. Geht gar nicht erst aufs Bullseye. Stellt sich. 122. So, und das passt. Und jetzt Break von Michael Smith. Anscheinend muss man ihn reizen bei diesem World Matchplay. Anscheinend muss man ihm vor der Nase ein bisschen wegspielen, damit er so richtig angestachelt wird, Michael Smith. Ja, du hast es eingangs schon erwähnt, er hat Comeback-Qualitäten, die hat er gegen Menzo Suljovic unter Beweis gestellt. Aber gelingt ihm das jetzt auch gegen Gary Anderson? Das ist die große Frage. Beide starten ohne Triple in dieses Leg. 60. Nur 60 Punkte von Smith. Chance für Anderson. 40 Bomben. In einem PDC-Turnier hat Gary Anderson Michael Smith seit ziemlich genau 3 Jahren nicht mehr schlagen können. 83. Und mit einem Sieg hier im Halbfinale würde der Mentor seinem ehemaligen Schüler natürlich schon nochmal ordentlich eine mitgeben. 124. Auf jeden Fall, weil es ein großes Spiel ist. Michael Smith würde so gerne hier ins Finale einziehen. 99. Und die Chance auf seinen ersten Major-Titel wahren. Es wäre sein 6. Major-Finale. 5 an der Zahl hat er schon verloren. 99.
Na, Gary kommt nicht wirklich rein in dieses Leg. Michael Smith verkürzt hier auf 12 zu 14. Es ist wieder nur ein Break. Und jetzt sind wir gespannt, Max, ob sich das wiederholt. Der Spielverlauf bisher, dass wenn Michael Smith rankommt, dass Gary wieder draufpackt. Er gibt auf jeden Fall alles. 10. 180. Und jetzt Gary ohne Triple. Hier nochmal die Zahlen. Bislang alles, was über 100, 140 beziehungsweise dann das Maximum, die 180 ist. 120. Triple 19 fürs Bullseye, 167. Das wäre wieder so ein Moment gewesen, ne? Wie eben schon bei der 127 und bei der 128. Damit hätte er Michael Smith richtig wehgetan. Doppel 20 für ihn. Der kann das aber jetzt bei Gary auch machen mit diesem Break. Und das macht er auch. Und ist wieder bis auf ein Leg dran, Michael Smith. Hat sich wieder zurück in diese Partie gekämpft. Und wirft jetzt hier an. Wir hatten hier eine 8:3 Führung zwischenzeitlich für Gary Anderson. Wir hatten jetzt auch schon eine 14:9 Führung von Gary Anderson. 96. Smith findet immer wieder einen Weg in diese Partie. Ganz stark. 140. Ganz, ganz wichtige Phase jetzt hier. 2 große Finishes, die da stehen, aber nicht unmöglich sind. 136. Gut gesteht von Smith. Ungewöhnliche Zahl für ihn, aber 91. Gary für 40 Rest. Kommt 3 Darts zum Ausgleich. Und diesmal schludert er nicht. Diesmal schlänzt er das Ding hinein zum Ausgleich. Jetzt 14-14 und jetzt hat er nicht nur den Anschluss, jetzt hat er es wirklich geschafft, das zu egalisieren. Ja, es war ein langer Weg für Michael Smith. Es war ein langer Weg, aber jetzt ist er drinne. Offener Schlagabtausch. Was meinst du, Max? Kann das so ein Gamechanger sein, dieses 28. Leg? Es könnte tatsächlich jetzt ein Wendepunkt in der Partie stattfinden. Wenn Michael Smith das jetzt gut runterspielt hier, dieses Leg, könnte er zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wieder in Führung gehen. Zum ersten Mal überhaupt. Zum ersten Mal überhaupt. Hat er nicht Leg 1 gewonnen? Nee, es hat auch Gary gewonnen. Es hat auch Gary gewonnen. 140. Er stellt sich trotzdem ein Finish. 167. Schauen wir, wohin sich Michael Smith jetzt hier wirft. Oh, das sieht gut aus. Das sieht hervorragend auf mit der 11. 180. Ganz tief hinunter. Tops. 21. Und da ist die Chance zur Führung. Und da ist die Chance zur Führung hinfort.
Gary Anderson. Max, was war das für ein Weg? Du grinst hier gerade einen hier. Ich grinse, man hat nur im Hintergrund so den Freudenton gehört. Er hat das Bullseye getroffen, aber er wollte ja das Single Bull für die Doppel 20. Ah, und jetzt lässt Smith hier aus. Jetzt lässt er nochmal aus. Unfassbar, das war eine riesen Chance für Michael Smith. Und holt Gary nochmal ans Oki zurück. Der verspielt hier gerade seinen Finaleinzug. Aber auch Gary macht das nicht aus. Unfassbar. Double Trouble. Das gibt's doch nicht. So, Doppel 2, Michael Smith. Zwei Darts. Ins Madhouse muss er hinein. Und der war drin. Hat man nicht gesehen, aber der war drin. Und damit die erste Führung in diesem Match. Jetzt für Michael Smith. In die letzte Ecke da rein von der Doppel 1. Reingeschlänzt hat er den. 140. Beide jetzt mit 140 in das Leck gestartet. Spannend. Extrem spannend, wer das Rennen jetzt hier machen wird. Wir markieren mal hier. Dieses 29. Leck. Das kann spielentscheidend gewesen sein. Da war am Ende einfach abgezockt. Michael Smith. Und Gary zum ersten Mal tatsächlich da mit einer kleinen Doppelschwäche. In so einem entscheidenden Moment. 180, Nummer 12. Da ärgert sich Anderson. Und wieder gute Ausgangsposition für Michael Smith. Bullseye. 65, Gary Urquhart, 116. Drama pur, immer wieder beim World Matchplay auch zu sehen. Max, allein vergangenes Jahr, dieses Finale Rob Cross gegen Michael Smith, als Smith erstmal nicht stattgefunden hat. Und Gary Anderson dann doch noch mit dem Rebreak zum 15-15. Qualität, Nerven, Stärke, brutal cool. Hammer. Wieder ist es ein High-Finish. Ich glaube, das vierte für ihn in der Partie. 12 Data zur 116. 100. Aber das war wichtig. Ich glaube, Smith hätte diese 25 Punkte gecheckt. Wir nähern uns jetzt hier so der Endphase. 76. Normalerweise, wer als erstes 17 hat, ist im Finale. Aber es gibt ja noch die Two-Clear-Leg-Regel. Das Ding könnte wirklich in die Verlängerung gehen. Ganz genau. Und da werden maximal 6 Verlängerungslegs gespielt. So schaut's aus. Und dann gibt's den Decider. 150. Das Ultimative in so einem World Matchplay Halbfinale. Und es ist wahrscheinlich, beide hier auf Augenhöhe. 100. Und beide wollen ja unbedingt hier ins World Matchplay Finale einziehen. 53. So, Revanche. Auch mal so ein Ausrufezeichen setzen, so ein High Finish. Einmal hat er die 120 rausgenommen, Michael Smith. 89. Triple 19. Nee, kommt er nicht raus, Gary Anderson. 64. Michael Urquhart 72. So. Nie war die Doppel wichtiger in diesem Match, zumindest als jetzt, Max. Rest. 8 für die Doppel 20. Nee, ausgelassen von Smith. Doppel 4, gute Chance für Gary Anderson. Gary Anderson nimmt das 16-15 und ist ein Leg vom Finale entfernt. Wie eiskalt er das jetzt gecheckt hat. Und keine Triple zum Auftakt in sein Leg von Michael Smith. Ja. Und auch keine Triple von Gary Anderson. Ja, sehr alles gut wieder Michael beruhigt, ganz schnell runtergekommen, Michael Smith, Nummer 13.
aber ganz stark, dass er sich da nicht hängen lässt, dass er da sofort reinkrätscht und die 180 wirft. Ganz, ganz wichtiges Signal auch an Gary Anderson. Der steckt wieder gut. Schau dir das an. Back to back. So. 180s hier. Und auch die sind reingezaubert und nicht reingearbeitet von Michael Smith. Locker geblieben, den Flow gefunden, behalten. Triple 19, Pass, Doppel 12. Doppel 6. Doppel 6, Ausgleich, 16 zu 16. So, wir haben es gehört. Es geht bis maximal 19-19. Und dann das 39. Leg wäre der Decider. Hinein in die Verlängerung dieses Halbfinals. Und das wollen wir auch sehen, Max. Das Spiel ist so gut. Du willst ja gar nicht, dass das einer gewinnt und dass das aufhört, oder? Eigentlich nicht, aber es muss einen Sieger geben. Und es gibt ihn spätestens in Leg 39. Kein Triple von Smith. Hundert von Gary Anderson, aber nicht im Finish-Bereich. Da kommt auch Michael Smith nicht hin. So. Und das ist dann Gary Anderson. Im richtigen Moment stellt er sich da schön hin. 58. Gary Aguirre, 44. Für so ein Spiel brauchst du einen Pulsschlag aus Stahl. Und den hat Gary Anderson. 17-16. Game on. Eventuell ein enorm interessantes Triple, dieser letzte Dart von Gary Anderson. Ja, Smith braucht hier Triple. Wieder nur eines. Ja, zwei wären besser. Ja, der steckt gut bei Anderson. 100. Kommt nicht weg. Heißt aber auch für Michael Smith, er bleibt in seinem Leg. Ganz wichtig, der muss jetzt punkten. 100. Wieder nur 100. Trifft Anderson hier zwei Triple, dann hat er einen Finish. So, die sind drin. 140 Gary Anderson für 170 Rest. Die 170 zum Match. Nicht ganz. Und er stellt wieder Triple 18. Ist so ein Sicherheitspunkt von Gary Anderson. Und jetzt bekommen wir die ersten Matchstarts. Gary Anderson, 3 fürs Finale. Einer fürs Finale. Gary Anderson macht's, schlägt hier Michael Smith mit 18-16. Und hat die Chance hier zum zweiten Mal die Phil Taylor Trophy zu gewinnen. Auf der Bühne, das gilt abseits der Bühne. Max, du hast es gestern schon ein bisschen gesagt. Privat alles neu im Lot bei Dimitri Vandenberg. Es läuft. Und diese Stimmung aus dem Privaten, die scheint er auch ans Board zu bringen. Auf jeden Fall. Wir dürfen auch nicht vergessen, er hatte lange Zeit bei Peter Wright verbracht, jetzt in der Corona-Pause. War da in England bei ihm und hat sicherlich viel von ihm gelernt. Und auf der anderen Seite haben wir Glenn Durrant. Und er kam zurück im Viertelfinale gegen Vincent van der Voort. Nach 5-10 Rückstand hat er das Ding am Ende noch gedreht.
Die beiden haben hervorragend gespielt. Auch da gab es so eine kleine Verfälschung im Gesamtaverage vielleicht, weil da muss man auch mal auf Zahlen eingehen. 34 Legs haben die insgesamt gespielt. Die haben zusammen insgesamt nur 68, oder haben zusammen relativ viel, 68 Darts aufs Doppel verpasst. 30 davon allerdings, also knapp die Hälfte, in nur zwei Legs. Das war dieser Punkt, als Vincent van der Voort auch kurz durchgetickt ist, wo zwei Legs hintereinander waren, wo keiner eigentlich ausmachen wollte, die am Ende beide aber Glenn Durrant genommen hat. Ja, die hat er quasi abgestaubt. Und ja, die hatten beide so ein bisschen Double Trouble. Das muss heute gegen Dimitri für Durrant auf jeden Fall besser laufen. Denn Dimitri, der war gestern eiskalt. Der hat sich sogar getraut, zum Match Bullseye Doppel 8 zu spielen bei 66 Punkten. Und das machst du nur, wenn du wirklich hohes Selbstvertrauen auf die Doppelfelder hast. Schauen wir mal, wie Durrant jetzt hier in die Partie reinstartet. Direkt mal mit zwei Trippeln. Direkt mal mit der 180 ins Halbfinale, Glenn Durrant. Hammer. Schon Hammer-Time jetzt, Max. Und Vandenberg direkt auch den ersten Dart ins Triple gehauen. Boah, so, mach mit, kontern. Mach mit, mach mit. Ah, Hammer. So, dann der kleine Downer jetzt von Glenn Durrant. Aber bei Vandenberg blinkt die 9 noch. 65. So, gib ihm. Gib ihm, genau. Ja. 4. Und der 5. abgefälscht nach unten weg vom so steckenden Dart. Glenn Durrant. Einmal traf auf Dimitri Vandenberg, bislang im PDC Circus. Und das war tatsächlich im vergangenen Februar, dann auch, als er seinen ersten PDC-Titel geholt hat im Finale. Glenn Durrant. Ja, die stecken relativ locker drin, ne? Aber er schlänzt ihn da noch rein. Auch das ist groß, Max. Zu hadern, wenn die ersten beiden im Triple 20 sind. Ah. Er hat ja wirklich so geschaut und hat sich gesagt, oh. Oh. Aber haut ihn da noch rein. Lässt sich 36 Punkte Rest und könnte Durrant hier sofort breaken. Was für ein Auftaktleck hier von Dimitri Vandenberg. 10 Data möglich zum Auftakt. 11 Data auf. Ja, steht doch mal um. Doppel 8. 20. Glenn require 151. Einzige Qualität, die Glenn Durrant in diesem Turnier bislang noch nicht so raushängen lässt, ist tatsächlich das High Finish. Das war so klar, oder Max? Du hast auch schon hingeschaut und hast so gegrinst jetzt. Aber wie stark ist das bitte? Vandenberg wirft zweimal die 180 in Leg 1 und Durrant checkt ihm dann die 151. Und es war insgesamt tatsächlich erst das 5. High Finish von Glenn Durrant im kompletten Turnier. Aber ja, du musst es dann machen, wenn es wichtig ist, und das war nicht so schlecht. Die Darts der Stars, die gibt es von Dimitri Vandenberg, von Glenn Durrant, von Gary Anderson, von Michael Smith und hoffentlich bald auch die 9 dann von Max Hopp. Auch Herr Gaga Clemens hat ja seine neuen gerade rausgebracht. Schaut mal rein, informiert euch, holt euch das Zeug unter, also online auf jeden Fall, also im Internet oder und beim Dartshop-Fachhandel. Ja, geht jetzt hier auf die 19, Glenn Durrant. 93. Das macht mich fertig, Max. Ja, das ist wahr. Hast du dir als Kommentator gerade die Geschichte zurechtgelegt, weißt du? Und dann zack. Ach, das ist gar nicht weiter schlimm. Torpediert er alles. Das war ein geiles Finish. 96. Wirklich. Gerade auch in Leg 1, also beide hier schon voll angekommen. Ich möchte jetzt noch eine Triple 20, um sich 170 Rest zu lassen. 98. Erwischt er nicht. Man kann an der Stelle ja mal erwähnen, dass beide im selben Management-Team sind. Beide werden von Mac Elkin gemanagt.
16. Der wird sich natürlich freuen, dass beide im Halbfinale sind und er auf jeden Fall einen Schützling sicher im Finale hat. Aber natürlich hier keine Partei ergreifen. Er ist auf die Triple 18 gegangen. Schauen wir auf die 148 von Vandenberg. Das wäre ein guter Konter. Er ist bislang der Meister der High Finishes, Dimitri Vandenberg. Hat im Turnierverlauf eine ganz, ganz wichtige 156 gecheckt. In seinem zweiten Spiel. Auch schon eine 164 als höchstes High Finish rausgenommen. Und Glenn Durrant mit dem Break zum 2-0. Auch das kann man bislang sagen, Dimitri Vandenberg in den ersten zwei Legs, er spielt sehr schön, er spielt stark, spielt 105 und Glenn Durrant spielt halt wie Glenn Durrant. Ja, ist ein Typ. Humorlos effizient. Das stimmt, ja. Und er ist immer in den wichtigen Momenten zur Stelle. Er lächzt ja auch nach diesem Major-Titel bei der PDC. Nachdem er dreimal den BDO-Titel gewonnen hat, spät der Wechsel zur PDC, aber mit diesem Antrieb, eben es da auch allen zeigen zu wollen. Und es gab ja viele Kritiker, die gesagt haben, der war zwar gut in der BDO, der hat da drei Weltmeistertitel, aber die PDC, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Da muss er sich erstmal unter Beweis stellen, aber das hat er, finde ich, schon getan. Nach 18 Monaten unter die Top 16 in der PDC-Rangliste. Besser kannst du den Kritikern nicht antworten. Das ist ein fettes Ausrufezeichen und wer weiß, vielleicht wird es ja klappen und er wird morgen Abend die Phil Taylor Trophy in den Händen halten. Auch die großen Turniere in 5 seiner letzten 8 Majors oder TV-Turniere stand er immer mindestens im Viertelfinale. Jetzt wieder im Halbfinale, wie schon im vergangenen Jahr. Ja, nicht zu vergessen, er ist aktuell Führender in der Premier League, die ja dann auch ab Ende August weitergehen wird. Ende August, auch das wieder über eine Woche gezogen. Die Premier League live zu sehen hier auf Sport 1. Ja, stark da der Wechsel auf die Triple 19 von Glenn Durrant. 137 Punkte, machen 108 Punkte Rest. Schauen wir auf die 170 von Vandenberg. Noch ein Triple. Noch ein Triple. Bullseye. Für den Big Fish. Auch da sind es ein paar Millimeter. Auch das muss man mal so ein bisschen verbildlichen vielleicht. Dieses Bullseye. Und wieder könnte Durrant ihm hier das Leg vor der Nase wegschnappen. Doppel 16. 76. Nee, lässt er aus. Jetzt zum Bullseye. Dieses rote Bullseye innen drin. Das passt dreimal in ein Triple Fade von der Fläche her. Also, und wenn man weiß, wie schwer es ist, so ein Triple zu spielen, dann schaut bitte nochmal auf das Bullseye. Ja, ist extrem schwer. Wichtig für Dimitri Vandenberg, jetzt angekommen zu sein auf dem Scoreboard. Gerade diese Bullseye-Finishes unter Druck, die sind so enorm wichtig, aber auch so enorm schwer in die Tat umzusetzen. Haben wir in der vorherigen Partie gesehen, Gary Anderson, die 127 auf das Bullseye abgeräumt. Zu so einem wichtigen Moment. 16. Ja, beide bei einem Average von knapp 100 Punkten. 134. Von über 100 Punkten. Auf Augenhöhe. High-Class Darts. Auf jeden Fall hier in beiden Halbfinals. Und falls ihr jetzt erst dazugekommen seid, auch das erste war ein Knüller. Es ging in die Verlängerung und Gary Anderson gewann es gegen Michael Smith mit 18-16. Heißt Gary Anderson erster Finalist. Und das ist die zweite 180 von Glenn Durrant. Auch darauf kann man sich schon mal einstellen bei Glenn Durrant, egal wie der spielt. Der versucht, dass er hinten auf Doppel 16, Doppel 8 immer rauskommt. Ja, da ist
ist ja auch eine Bank, also Doppel 16. Wir sehen es auch jetzt, die 48. 100. Playing the require 48. 16 für die Doppel 16. Unbeirrbar. Immer konsequent da drauf spielend. Und der Erfolg gibt ihm recht. Das ist das 3:1 für Glenn Durrant. Und das ist das zweite Break für ihn. Und der Hinweis natürlich, die Topstars der Szene mal live sehen. Geht mal hin. Macht das. Ihr werdet nicht mehr davon loskommen. Wir sagen euch, wie ihr an Karten kommen könnt. sport1.de/darts-sport. Da geben wir euch an die Hand die terminierten Turniere der PDC Europe. Klickt da mal rein, klickt da mal drauf und schaut, auf was ihr Lust und Zeit habt. Es lohnt sich auf jeden Fall und die Hoffnung natürlich, Max, dass es bald wieder Turniere auch mit Zuschauern gibt. Die World Series of Darts Finals im September in Salzburg. European Darts Championships 29. Oktober bis 1. November in Dortmund. Zwei Major-Turniere. Dann gibt es noch den World Cup of Darts, den du mit der Gaga Clemens vermutlich für Deutschland bestreiten wirst. 6. bis 18. November in Graz angesetzt. Aber die nächste 180 schon von Dimitri Vandenberg. Eine schwache Aufnahme hier von Durrant. Gute Gelegenheit jetzt für Vandenberg, ihn hier zu breaken. Er bräuchte jetzt einen hohen Score. Das schaut gut aus. 140 für Dimitri Vandenberg. Kriegt auf jeden Fall drei Darts für die 108. Dimitri, you require 108. 108, um mit dem guten Gefühl von der Bühne hinein in die erste Pause zu kommen. Triple 16. Verfehlt. 44. Aber 140 ist doch noch eine Hürde für Glenn Durrant. Und so nicht auszumachen. 64, Max, immer über die 16 alles? Ich persönlich ja, aber bei Dimitri könnte ich mir auch eine Triple 8 für Doppel 20 vorstellen. Nee, wählt Triple 16, Doppel 8. 48. Plenty require 98. Aber verpasst somit die Gelegenheit. Zwei Dart Finish für Glenn Durrant. Kratzt am Draht. Kommt er nicht raus, stellt sich 40. Dimitri Vandenberg nochmal mit der Chance auf dieses Break. Auch weil es ein Break wäre, wäre es so wichtig, um in die Pause zu gehen für ihn. Nimmt sich lange Zeit. Voller Fokus. Auch visuell auf die Doppel 8. Die passt. Er verkürzt auf 3:2. Teil 2. Glenn Durrant gegen Dimitri Vandenberg. Nur ein Spieler hat bislang sein Leg durchgebracht. Das war das 1-0 von Glenn Durrant. Dazu musste er 151 auschecken. Dann vier Breaks in Folge von beiden, Max. Ja, es sah, eigentlich gerade nach Leg 1 so aus, als wenn Dimi sich das holen würde. 280er und dann checkt ihm da Durrant diese 151 Punkte weg. Aber ansonsten haben wir viele Breaks erlebt, das stimmt. Geht hier aufs Bullseye, erwischt es auch. Starker Average aber von Vandenberg. Ne? Er liegt 3-2 hinten, aber 5 Pünktchen da mehr im Average. 105, das ist ein Weltklasse-Wert. Bislang im Turnier der beste Wert ja aus den ersten drei Spielen von Glenn Durrant. Der einzige Spieler, der einen Average über 100 über das gesamte Turnier gespielt hat. Er verpasst hier die Doppel-12, Dimitri Vandenberg, aber er hat noch Zeit. Glenn Durrant nicht so stark aus der Pause gerade zurückgekommen. Braucht vielleicht noch ein Minütchen. 57. Dimitri, you require 12.
No score. Doppel-6 jetzt für Vandenberg. Ja, Doppel-6 für Vandenberg zum 3:3. Bei Dimitri Vandenberg haben wir es schon gesagt, der stand noch nicht mal in dem Major-Halbfinale. Für ihn könnte es das erste große Finale sein. Auch Glenn Durrant, dreifacher BDO-Weltmeister, noch in keinem PDC-Major-Finale gestanden. Allerdings auch schon in den Semifinals. Da hat er schon gegen Smith, gegen Chisnell und gegen Peter Wright bislang immer den Kürzeren gezogen. Für beide wäre es also eine Premiere. Und für beide würde das auch wirklich ein großer Schritt in der Rangliste nach oben sein. Glenn Durrant ja jetzt schon wieder ein Plätzchen gut gemacht und Dimitri Vandenberg, glaube ich, 5 Plätze momentan schon gut gemacht. Es geht ja hier auch wirklich um viel Preisgeld. Im Moment schon 9. 9 Plätze hat Vandenberg schon gut gemacht. 9 Plätze hat er schon gut gemacht, rangiert derzeit auf Platz 17. Könnte, meine ich, Maxa mit einem Sieg auf Platz 12 noch vorstoßen. Dann dürfen wir nicht vergessen, dann hätte er einen Major-Titel gewonnen. Dimitri Vandenberg, wenn wir jetzt mal ein bisschen träumen dürfen vielleicht auch. Er gewinnt einen Major-Titel, ist die 12 der Welt. Dann wird er sicherlich ein Kandidat für die Premier League nächstes Jahr. Definitiv. Tatsächlich, ja. Und diesen Luxus, den man natürlich auch hat, Top-16-Spieler, du bist für jedes Major gesetzt. Also auch das ist natürlich ein enormer Schub. 180, Nummer 4 von Dimitri Vandenberg. Durrant, 170. Der ist leicht über dem Draht. 134. Und das Shanghai-Finish für Dimitri Vandenberg. Triple 20 für Tops. Triple 20 für Tops. 80. Clayton required 36. Er sah lange gut aus, aber senkt sich nicht im richtigen Moment. Doppel 9 für Durrant. Doppel 9. Ah, die musste können, das ist eine große Kunst, Max, die Doppel 9. Das stimmt, ja. Da signalisiert er irgendwie, vielleicht war da auch ein kleiner Windzug. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall die Break-Chance hier für Dimitri Vandenberg. So, und das holt er sich zum 3:4. Und natürlich der Hinweis, alle Highlights und davon gibt es mittlerweile eine Menge bei diesem World Matchplay auf Sport1.de und in der Sport1-App. Starker Start hier ins Leck von Dimitri. Da sah ohne Triple. Er liefert sich ja auf Social Media, der macht nicht so viel, dass er aber mit Chris Dobie. Die beiden sind gut befreundet, beide Nordengländer. Ja. Und die foppen sich ordentlich her immer auf Twitter. Das stimmt, ja, da geht es auch manchmal ein bisschen so um die Liebe zum Fußballverein. Chris Dobie ist ja sehr mit Newcastle. Lastig, ja. Genau, und Glenn Durrant ist Middlesbrough. Das ist so sein Verein. Unter anderem auch, wo er seinen dritten BDO-Weltmeistertitel gewonnen hat, gab es eine Ehrenrunde im Stadion. Ist tatsächlich 16. So, dass Sport verbindet ja ohnehin. Also wir haben es auch erlebt, Michael van Gerwen, der ist mit dem WM-Pokal durchs volle PSW Eindhoven-Stadion gelaufen und alle haben sie sein Lied gerufen. Das muss auch ein Hammergefühl sein, ne? Ah, definitiv. Darts ist ja auch wirklich ein super Sport für andere Sportler, wenn die auf Reisen sind. Können sie im Hotel sich so eine Dartscheibe aufhängen und ein bisschen zocken abends, das ist super Ablenkung. Darts ist die komplizierteste, unkomplizierte Sportart der Welt eigentlich. So schaut's aus, ja. Du brauchst nicht viel Platz, du brauchst drei Darts, du brauchst eine Scheibe.
Abstand oder beziehungsweise Minimum 2,37 Meter zur Wand, wo du das Board aufhängst und los geht's. Aber dann, wird's kompliziert. Das stimmt, ja. Und das Schöne ist ja auch, das ist ein Spiel, von dem du selber auch irgendwann das Gefühl hast, du wirst es dein Leben lang nicht so beherrschen, wie du es dir vorstellst. Du lernst dein Leben lang dazu. Vor allen Dingen, ich glaube, das kannst du selber auch bestätigen, man wird relativ schnell angefixt. Wenn man einmal drin ist, man probiert Pfeile aus, man spielt, man will sich verbessern und ja, dann spielt man stundenlang auf einmal Darts. Doppel 16 hier. Schlenzt er den dann noch vorbei? Ja, stark gespielt von Dimitri Vandenberg zum 5:3. Und auch da muss man nochmal dazu sagen, Max, auch wenn man dann wieder ein paar Monate nicht spielt, also du kommst nie ganz weg. Du wirst immer wieder diese Dinge in die Hand nehmen und werfen. So, Tweets kommen rein. Glaubt ihr, dass, glaubt ihr, es gibt jemals wieder so einen Spieler wie Phil Taylor? Unter Hashtag frag Max. Ich glaube es tatsächlich nicht, lieber Tore, denn Phil Taylor, der ist einmalig. Das ist einfach die Legende unseres Sports. 16 Weltmeistertitel, 16 World Matchplay-Titel und diverse weitere. Das wird es in der Form nicht nochmal geben, weil auch einfach die breite Masse an Spielern stärker geworden ist. Michael van Gerwen, klar, seit Jahren die Nummer 1, aber auch er gewinnt nicht mehr jedes Turnier. Das sehen wir ja jetzt beim Matchplay, geht er in Runde 2 raus. Man muss auch dazu sagen, vielleicht der Phil Taylor, er hat ja diesen ganzen Stein auch ins Rollen gebracht. Wegen Phil Taylor habt ihr Spieler jetzt diese Popularität. Ist Darts so groß geworden tatsächlich auch? Also von dem, was er gewonnen hat und von dem, was er für die Darts getan hat, wird es das nicht mehr geben. Richtig, genau. Also es ist wirklich eine Ära Phil Taylor gewesen und der hat den Sport groß gemacht. Auch Spieler wie Dimitri und ich, wir sind mit dem groß geworden, ja, mit Taylor von Barnefeld, das waren so die großen Namen, die hat man im Fernsehen geschaut und dann hat man angefangen, Darts zu spielen. Ja. Ja, stark runtergespielt von Vandenberg auf die 140. Darren auf Tops zum 4:5. Wichtiges Leg wieder vor der zweiten Pause. Auch das haben wir im Spielverlauf oder im Turnierverlauf schon gesehen. Glenn Darren, er ist eigentlich fixiert auf Doppel 16, Doppel 8. Aber hin und wieder, wenn es dann nicht so läuft, switcht er kurz auf die Tops. Wenn die dann läuft, geht er aber trotzdem wieder runter. Aber er hat damit auch so eine Art gefunden, sein Spiel wieder zu beleben. Das stimmt, er hat auch noch einen anderen Platz gewählt mit der Doppel 18, die hat er auch in einem Leck gecheckt. Aber ja, er fixiert sich schon so sehr auf die Doppel 16 und wenn es mal nicht läuft, Doppel 20, Doppel 18. Aber so eine Doppel 14, Doppel 12 sieht man bei ihm ganz, ganz selten. Da sind es eher andere Spieler, die da wirklich variieren. Nummer 5 von Dimitri Vandenberg. Beide bei einem Average von 100 Punkten. Super Werte. Hochklassig spannend, wie auch Halbfinale 1 zwischen Anderson und Smith. Noch ein bisschen dürfen wir uns vorfreuen schon, Max. Morgen das große Finale beim World Matchplay. Ab 20 Uhr sind wir live da für euch hier auf Sport 1. Wir blicken natürlich noch einmal zurück auf diese Turnierwoche. Und ab 21 Uhr heißt es dann live hinein ins Finale von Milton Keynes. 96. You require 144. Geht auch mit der 4, sollte die Triple 18 werden, wenn sie groß wird. Ja, stark, wechselt auf die Triple 19. 139. Atmet nochmal durch, Triple 20 für die Doppel 20. Triple 16 jetzt. Triple 16 gut getroffen. Doppel 16. Haarscharf. Ha, 20 für Tops.
einen, um auszugleichen. Glenn Durrant. Nee. Gibt Dimitri Vandenberg nochmal die Chance, hier auf zwei Legs wegzuziehen. Das ist es, 6-4 Vandenberg. Pause. Wir gehen hinein ins 11. Leg, Halbfinale beim World Matchplay. Dimitri Vandenberg führt mit 6-4 gegen Glenn Durrant. Gleich die Einblendung hier. Beide spielen hervorragende Darts, Max. Es ist ein Spiel, das uns vermutlich vom Gefühl her auch sehr, sehr tief in die Legs hineinführen wird. Ja, das denke ich auch. Es könnte ausgeglichener fast nicht sein. Beide bei einem nahezu identischen Average und auch die Doppelquote ist ähnlich. Beide dabei 40%. Und ja, es ist trotzdem Dimitri Vandenberg, der die Nase leicht vorn hat. 6-4 Führung, aber wir haben es gestern gesehen. Der Durrant, der kommt immer wieder ran. Der findet Wege, sich in die Partie zurückzukämpfen, auszugleichen, vielleicht auch mal kurzfristig die Führung zu übernehmen. Also ich glaube, das wird auch spannend und wird über die volle Länge gehen. Eines der größten Comebacks gesehen von Glenn Durrant gegen Vincent van der Voort nach 5-10 Rückstand. Noch zurückgekommen, entscheidend dann beim Stand von 16-16. Auch ein Break mit einem High Finish, mit einem 115er Checkout. Glenn Durrant letztendlich zum Sieg. So, hier macht er die 104 aus zum 5-6. Was auch wunderbar zu sehen ist, komplett unterschiedlicher Spielstil bei beiden. Wir haben das gestern schon ein bisschen analysiert, Max. Dimitri Vandenberg, Körper sehr ruhig, es bewegt sich wirklich nur der Wurfarm, sonst fast nichts. Und das auch in der geschmeidigen Bewegung, eine durch. Bei Glenn Durrant sehen wir immer noch so eine Verzögerung, bevor er loslässt. Ja, das stimmt, er bringt manchmal auch die Schulter ein bisschen mit rein, drückt den Pfeil quasi manchmal förmlich ins Board. Das ist so das Gefühl und Dimitri hat eine sehr aufrechte Haltung, das können wir hier beobachten, aber lässt dann den Arm relativ locker. Und ist auch gut im Fluss drin. Es sieht wirklich, ist eine flüssige Bewegung bei Dimitri Vandenberg. Und jetzt hier bei Glenn Durrant merkt man mit viel Druck auf den Dart. Und dieses nochmal ganz kurz zurückschnalzen. Genau, ja. Vor dem Release. 58. Oftmals auch unter Druck bringt er so ein bisschen die Schulter noch mit rein. Also viel Bewegung da im Oberkörper von Glenn Durrant. Dimitri require 170 Punkte stehen da noch bei Dimitri Vandenberg. Zweimal die Triple 20 und das Bullseye wäre der Weg. Ansonsten hat er 6 Darts Minimum Zeit dafür, die 170 zu löschen. 94. Ja, jetzt bekommt er sogar noch mehr Zeit, Dimitri Vandenberg hier für die 76. Bleibt da oben. Doppel 18, 76 raus zum 7-5. Dimitri Vandenberg. Mal ganz kurz noch mal schauen, auch das gibt's. Die Highlights als Videoclips auf sport1.de und in der Sport1 App. Ja, beiden fehlt jetzt gerade so ein Big Score, so eine 140 oder so eine 180. Wäre nicht schlecht. Schön zu sehen, hier auch mal wieder die Wall of Fame. 9 Spieler haben in 27 Jahren bislang dieses Turnier gewinnen können. Einer ist noch dabei, der es zum zweiten Mal holen könnte. Morgen schon fix im Finale
Gary Anderson, und er könnte erst der vierte Spieler werden, der mehr als einmal dieses Turnier gewonnen hat. Phil Taylor 16 Mal, das haben wir schon hin und wieder betont. Zweimal gewann es MVG und zweimal auch Rod Harrington. Ah, Glenn Durrant, dem fehlt gerade ein bisschen das Scoring. Ja, die Scoring-Power ist ihm gerade so ein bisschen abhanden gekommen. In der Tat. 164 für Vandenberg. 96. Und da hängt er jetzt in seinem Leg ordentlich hinterher, Glenn Durrant. Ja, Vandenberg bekommt auf jeden Fall die Chance fürs Break. Mindestens einen Dart aufs Doppel. Nee, da geht gerade gar nichts bei Dasa. Ist der Wurm drin. Vandenberg kann das jetzt ausnutzen. Hat er, Doppel 4. Auch da lässt er noch liegen, Dimitri Vandenberg. Und seid immer gefasst auf einen Glenn Durrant. Ja, wir haben es in Leg 1 erlebt. Aber hier wieder nicht. Ja, wir haben es in Leg 1 erlebt. Die 151. Rechnet jetzt hier nochmal nach. Bloß keinen Fehler begehen. 91. Make sure you require 8. Dimitri, jetzt die Doppel 4 zum nächsten Break, zum 8:5. Erstes Break seit Leg Nummer 7. Und wie sicher Dimitri Vandenberg bislang seine Legs spielt mit den Darts, zeigt die Tatsache, dass ihn Glenn Durrant zuletzt im vierten Leg gebreakt hat. Er kommt immer wieder. Und auch so ein Slump, das haben wir auch dann gestern gesehen gegen Van der Voort. Auch wenn es dann mal auf die Doppel nicht läuft. Er vertraut halt enorm auf sich selbst, auf seine Fähigkeiten. Auch das ist natürlich erstmal was, was sich im Kopf abspielt. Aber da sieht man diese unglaubliche Stärke auch mental von Glenn Durrant. Ja, das ist ja bei unserer Sportart extrem wichtig. Und Glenn Durrant hat enorme Fähigkeiten, er kann da auch drauf vertrauen und er hat immer wieder unter Beweis gestellt, er kann so eine Partie drehen. Und ich glaube auch, Dimitri hat sich jetzt zwar drei Legs abgesetzt, aber der kommt nochmal. Mit dem ist immer zu rechnen. 82. Vielleicht ja auch hinten raus so ein Vorteil für Glenn Durrant. Er hat einfach so ein Major-Halbfinale auch schon mal gespielt. Dimitri spielt jetzt noch ein sehr, sehr hohes Niveau, aber vielleicht wird hinten raus so der kleine Knick kommen und dann wird Durrant zur Stelle sein. Du hast es ja schon gesagt, perfekt wäre für Dimitri, wenn er sich relativ früh schon einen guten Vorsprung erspielen kann. Genau. Der Vorsprung ist da, ja, der ist aber gegen einen Glenn Durrant nicht wirklich signifikant. Das stimmt, der verzeiht vielleicht mal ein, zwei Fehler, aber dann musst du wieder voll zur Stelle sein. Ich habe es ja gestern gesehen, Van der Voort hat 10:5 gegen den Typen geführt. Und Glenn Durrant schafft es trotzdem noch, ihn zu besiegen. 61. Make sure you require 80. Probiert Doppel-Doppel. Auch die Wege des Glenn Durrant. Letztes Jahr bei der ersten Teilnahme Halbfinale, da hat er den Weltmeister MVG auch schon im Achtelfinale geschlagen. Jetzt wieder den Weltmeister im Achtelfinale Peter Wright rausgenommen. Auch da lag er teilweise hinten dann. 94. Require 32. Bemerkenswerter Charakter auf jeden Fall. Glenn Durrant. Dimitri Vandenberg
zum 9:5. Er hat Antworten, Dimitri Vandenberg. Und jetzt ist er die zwei Breaks vor. Schmeißt hier das Handtuch. Aber so war das, glaube ich, nicht gemeint. Das war eher so kurz. Mann, ich ärgere mich. Ich hätte gerne das Leck gewonnen. 131. Er steckt gut für Durant. Klasse. 180, Nummer 4. Sechsundfünfzig Punkte hier von Glenn Durant. Lässt ihm 131 Rest. Schauen wir mal, wie tief sich Dimitri Vandenberg jetzt hier in den Finish-Bereich spielen kann. 100. Lässt sich 96 Rest. Gut zu spielen eigentlich, Max. Ja, er mag ja auch die Doppel 18, hat er eben schon gecheckt. Ihm hat er ja 76 gehabt, zweimal die Single 20 und zum Abschluss die Doppel 18. Schauen wir mal, ob es ihm wieder gelingt. Es wäre ein Break vor der Pause und die 10:5 Führung. 76 Rest, Triple 16 probiert er. Hat er. Doppel 12. Entschuldigung, Doppel 14. Glenn require 42. Doppel 16. Glenn Durant. Der passt und er holt sich doch noch das Leg zum 6:9. Glenn Durant. List feststeht. Glenn Durant startet hinein in das vierte Segment dieses Halbfinals. Auch das für einige Zuschauer heute Samstag, die vielleicht erst jetzt zu diesem Turnier dazukommen. In Blackpool wird dieses Turnier normal ausgetragen. Mit 16 so ein Punkt, als das Mekka des Dartsports, auch durch die Summer Series, weil man eben hier in der derzeitigen Pandemielage die besten Voraussetzungen schaffen kann. Und wenn Sie sich wundern, warum die hier nicht auf die Abstandsregeln achten, die Jungs leben in einer Blase und werden dort getestet. Da ist Hotel, Stadion, alles in einem kompletten Block drin. Das heißt, die bewegen sich auch nur unter sich. 98 Leute insgesamt in dieser Entourage da untergebracht jetzt über die komplette Woche, Max. Genau, die PDC nennt das die sogenannte Bubble. Und alle Spieler und die ganze Staff ist da isoliert. Das war ja bei uns bei den Summer Series genau das Gleiche. Du kommst an, du kriegst einen Test, isolierst dich dann 24 Stunden im Zimmer, bis du dann eben das negative Ergebnis hast. Und dann kannst du dich frei bewegen. Und auch hier blinkt die 9 nur kurz. 16. Dimitri Vandenberg. Aufgrund der Tatsache, auch wie er spielt, wie er sich präsentiert mit 26 Jahren. 180, Nummer 6 von Glenn Durant. Max, es ist erstaunlich, dass Dimitri tatsächlich noch nie einen Titel auf der PDC-Tour gewonnen hat. Ja, das ist erstaunlich. Er hat im Jugendbereich aber einige gewonnen. Also er hat wirklich diese U23-Tour eine Zeit lang dominiert, hat da einige Titel eingefahren. Aber tatsächlich bei den Profis, bei den Erwachsenen quasi, da ist es ihm noch nicht gelungen, einen Titel zu gewinnen. Obwohl er ja eine enorme Spielstärke hat. Doppel 8 für Durant. 73.
Und du sagst auch immer wieder, bei Dimitri Vandenberg ist es halt nicht der Floor, sondern ist es die große Bühne. Da gilt es sich auch erstmal immer wieder zu qualifizieren. Jetzt mit diesem Turnier macht er es sich sicher leichter, weil er vielleicht die Möglichkeit hat, unter den Top 16 zu stehen. Das könnte für Dimitri Vandenberg einen echten Push nochmal geben. Definitiv, es ist auf jeden Fall jetzt schon der nächste Schritt in seiner Karriere. Er hat schon 9 Plätze im Ranking gut gemacht und es könnten noch mehr werden, wenn er hier ins Finale einzieht. 7:9 jetzt Glenn Durren mal wieder mit einem Break. Zum ersten Mal seit der 3:1 Führung, dass er Dimitri Vandenberg mal wieder gegen die Darts bezwingt. 99. Wichtig auf so einer Distanz ja auch, Max, wie gehe ich mit Höhen um, wie gehe ich aber auch mit Tiefen um, wie finde ich eine Balance über so einen langen Zeitraum eines solchen Matches? Ja, ganz wichtig ist es, wenn man mal ein schlechtes Leck hat, es sofort abzuhaken. Also wir spielen hier wirklich Long Distance, wir spielen hier, wer als erstes 17 hat. Und da muss man wirklich ein schlechtes Leck mal abhaken können und sich dann sofort wieder fangen und Vollgas geben im nächsten Leck. Dennoch für die Spieler, die sagen ja, das ist die fairste Art und Weise. Zeigt dich wirklich, wer der bessere Spieler ist. Magst du auch diese langen Distanzen? Ja, ich liebe das. Natürlich bei der WM finde ich noch besser den Satzmodus. Den spiele ich persönlich am liebsten. Aber auch über eine lange Distanz zeigt sich wirklich, wer da der bessere ist. Und eine lange Distanz verzeiht auch mal wirklich 1-2 Fehler. Ja, der andere geht vielleicht, wie jetzt Vandenberg, mal ein paar Lecks in Führung. Aber das ist zu jedem Zeitpunkt noch aufzuholen. Und man kann sich da auch immer wieder so schön reinfighten. Das macht dann auch als Spieler Spaß. Man reitet dann ja quasi die Welle, so sagen wir das immer. Ne? Diese Euphoriewelle, wenn es dann läuft, wenn die High Finishes kommen, die 180s. Dann willst du gar nicht aufhören. Dann willst du so lange wie möglich spielen. Das ist das Beste, Max, weil dann hast du eine ziemlich gute Chance, das Ding auch zu holen. Das stimmt. 63. Vielleicht jetzt mal die 170 für Vandenberg. Das wäre ein richtiger Schlag ins Gesicht von Glenn Durant. Noch nicht. Noch ist es nicht so weit. 43, Blender requires 65. Erwischt das Single Bull nicht. 49, 17 für 32, also für die Doppel 16. Sein Liebling. 49. Aber der verweigert ihm in diesem Moment die Zuneigung. 127 sind machbar für Vandenberg. Braucht ein Triple. Hat er. 17. Der passt. Bullseye. 17 passt nicht, aber Bullseye geht. War auf einem sehr guten Weg. Doppel 8. Ah, der steckt ein bisschen ins Board hinein. Muss er einen kurzen Schritt zur Seite gehen, aber der passt und das ist das 8:9 von Glenn Durant. Und der Hinweis, morgen gibt es natürlich das Finale beim World Matchplay, aber auch ansonsten tolles Programm morgen bei Sport1, denn ab 15 Uhr gibt es wieder Galopp live, der Renntag aus München. Drei Lecks in Folge jetzt für Glenn Durant. Ja, das haben wir ja eben schon angesprochen. Jetzt kommt er wieder. Jetzt muss Vandenberg aufpassen, dass er hier nicht ausgleicht. Und das ist auch wieder so ein Zeitpunkt. Van der Voort 5:10, Dimi 6:9. Das sind so diese Phasen, in denen kommt Glenn Durant. Ja, genau, so gefühlt nach der dritten Pause. 99. Da fängt er sich und dann geht's steil. Den hat er gut vorbeigemogelt hier noch in die Triple 20. Wechselt hier hinunter, zweimal die Triple 19, gut gestellt von Durant.
100. Glenn Require 134. Immer wieder die Möglichkeit, auch für die Spieler, natürlich auch bei den Schreibern nachzufragen, Max. Ja, die können immer wieder ihren Score checken. Manchmal erkennt man wirklich auch gar nicht, wo steckt der Pfeil. Und manchmal macht man es auch einfach nur, um den Gegner ein bisschen rauszubringen tatsächlich. Fragt man einfach nochmal nach, hey, was habe ich, obwohl man genau weiß, was man spielt. Doppel 14, Doppel 20. When you require 56. Gefährliche Phase jetzt für Dimitri Vandenberg. Ja, Doran kann jetzt ausgleichen. Doppel 18. Lässt sich nochmal Zeit. Noch einen. Nee, da lässt er aus, Glenn Durant. Und Dimitri Vandenberg kann jetzt dieses eine Break halten. Trifft er die Doppel. Das macht er und damit behält er hier die 2-Legs-Vorsprung. 10-8 Dimitri Vandenberg. Auch das ist so interessant bei den Darts, Max, weil man sich auch als Spieler immer wieder umstellen muss. Der Flow dieses Halbfinals, das ist nicht schlechter, aber der Flow von Halbfinale 1 war ein ganz anderer als dieses Match hier. Definitiv, hier sehen wir gerade nochmal Glenn Durant, wie er sich anfeuert, wie er sich anschreit und der will jetzt nicht den Faden verlieren. Der war so dicht davor, auszugleichen. Aber du hast recht, Basti, das ist, wenn du einmal da in den Flow kommst, das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Ja, der steckt gut für Dimitri Vandenberg. Klasse. 85 83. Nicht schlecht die Position für Dimitri Vandenberg hier gegen die Darts. 60. Das ist jetzt ein bisschen wenig und er kommt nicht in den Finish-Bereich. Ausweichtrippel 19, auch die funktioniert sehr gut bei Glenn Durant. Funktioniert astrein. Wieder 134 Punkte für ihn, lassen ihm 88 Rest. 96 bei Dimitri Vandenberg. 36, schön runtergespielt. Maximaler Druck auf diese drei Darts von Glenn Durant jetzt. Spielt das über Bullseye. Und lässt den liegen. Breakchance für Vandenberg. Auch da nimmt sich Dimitri nochmal richtig Zeit und das passt, das 11-8 für den Belgier. Der war verdammt wichtig. Klasse. Klasse, wie er direkt aufschlägt mit zwei Trippeln. Und auch hier nochmal diese Wall of Fame, das World Matchplay. Dimitri Vandenberg nach dem letzten Leg hat auch einen Blick darüber nochmal geworfen. Das ist schon auch so ein Ding, das pusht da hinten, oder Max? Natürlich, du siehst die Sieger der Geschichte und denkst dir so, hey, da könnte ich wirklich morgen Abend dann Nummer 10 sein. Ne? Er wäre, glaube ich, die Nummer 10. Es gab 9 Sieger bisher. Genau, 9 verschiedene Sieger. 9 verschiedene, er wäre die Nummer 10 und ja, das bleibt für die Ewigkeit. Also das hat er schon im Kopf. Das World Match Play nach der Weltmeisterschaft, das zweitrenommierteste und wichtigste Turnier im Kalender der PDC Majors. 134.
erste Dart ist exzellent bei Dimitri Vandenberg. Gefühlt führt er sehr, sehr gut, wie hier zu seiner 16-180. Rest bei Glenn Durant, 80. Die stehen. Dimitri Vandenberg auch hier wieder. Wichtiges Leg vor dem letzten Break. Dann geht's durch. Doppel 4. Gut gespielt. Ruhig gespielt. Dimitri Vandenberg wieder mit 4 Legs vor Glenn Durant in diesem zweiten Teil des Halbfinals. Möglichkeit jetzt auf 5. Noch ist es allerdings nicht so weit. Wer als erstes 17 Legs hat, steht hier im Finale. Und auch weil dieser Glenn Durant natürlich unnachgiebig ist, das ist ein Kämpfer. Er beginnt jetzt dann diese 5. Sequenz, in der es keine Pause mehr gibt, in der es jetzt bis zum bitteren Ende durchgeht. Wieder auch nach dieser Pause noch mal ein paar Darts zum Einwerfen, die man bekommt. Genau, dass die Jungs einfach möglichst schnell wieder in ihren Fokus kommen. Thank you. 21st leg, Glenn the throw first, game on. 21. leg, Glenn Durant startet. Und das ist nicht überragend von Glenn Durant, bleibt ohne Triple. Mit einer großen Aufnahme gleich die Möglichkeit für Dimitri Vandenberg, das Leg zu übernehmen. Das gelingt ziemlich gut. 139. Weiterhin spielen beide Spieler sehr, sehr gut. Dimitri Vandenberg jetzt über 20 Legs mit einem Average, den er fast immer über der 100 gehalten hat, spielt 100,5. Und Glenn Durant 97,5. Das ist ein bisschen unter seinem Turnier-Average. Aber das ist auch dem geschuldet tatsächlich, dass Dimitri Vandenberg vor allem die Legs mit den Darts sehr souverän zu spielen ist. Ganz stark. Vor allem jetzt beide, der eine hat 204, der andere 206. Jetzt geht es so darum, wer landet hier die Aufnahme mit den Trippeln. Das wird Glenn Durant sein. Besser kannst du es nicht machen. Ja. Lässt sich die 32 Rest und da ist er auch wirklich eine Bank drauf. Da kann Dimi jetzt nur noch ein bisschen Druck ausüben. 56. Drei Darts, die die Richtung in so einem Leg dann immer vorgeben, wenn es so knapp auf knapp läuft. Und das ist schon sehr, sehr gut gespielt von Glenn Durant zum 9-12. Und der Hinweis, morgen geht es wieder an den Strand ab, 17 Uhr, live aus Düsseldorf, der dritte Tag beim Beachvolleyball, live auf Sport 1. 99.
180, Nummer 7 von Glenn Durrant. Dimitri Vandenberg, kann der das Ding auch noch zuklimpern? Der geht runter auf die 19. Die 9, sie flackert immer nur kurz, Max. Ja, Dimitri Vandenberg hat ja schon einen neuen Darter gespielt vor laufenden TV-Kameras. Grand Slam of Darts 2018 gegen Stephen Bunting. 57. Auch da kann man schon ein bisschen sagen, natürlich auch aufgrund des Lockdowns und allem, aber die neuen Darter, die ja vergangenes Jahr fast schon inflationär gefallen sind, das war ja unglaublich. Am Ende waren es 48, 49 über das gesamte Spieljahr auch. Das ist jetzt natürlich aufgrund der vielen Spielpraxis, der wenigen Turniere, das wird wieder was Besonderes in diesem Jahr. Das denke ich allerdings auch. Ich meine, die Spielstärke ist bei allen Spielern nach wie vor vorhanden. Aber tendenziell gab es dann letztes Jahr doch schon häufiger den neuen Darter als dieses Jahr bisher. Spielst du mal so beabsichtigt den neuen Darter oder fällt der dann halt so zufällig mal im Training? Der fällt wirklich einfach zufällig. Also du forcierst das nicht, das geschieht einfach. Das ist wirklich die ersten drei Stecken, sagst du prima. Wenn du dann sechs perfekt hast, dann sagst du komm, hau ihn rein. Und dann automatisiert sich das Ganze. Es soll sein oder es soll nicht sein. So schaut's aus. Doppel 8 für Durrant. Der ist weit weg von Glenn Durrant. Den kann er selbst nicht so ganz nachvollziehen. Aber gute Chance erneut für ihn. Genau, du sagst es, gute Chance erneut verpasst. Kaut hier auf seinem Flight rum. Auch das ist ein Ausdruck von Unzufriedenheit. Immer wieder zu sehen bei Glenn Durrant. Ja. Timmy wieder auf Doppel 4. Oh, der kratzt am Draht. 64. Dieser Weg läuft eigentlich bislang gut. Über die Triple 20, 16. Doppel 4. Jetzt allerdings zwei wichtige da ausgelassen. Auf die Doppel 4. Jetzt muss auch Glenn Durrant auf die Doppel 4. Der ist gut als Marker und der ist genau daneben gesetzt. Perfekt hinein ins Doppelfeld zum 10 zu 12. 23rd leg, Glenn to throw first. Game on. Wieder kommt Glenn Durrant dran. Ist es nur noch ein Break, das ihm fehlt auf Dimitri Vandenberg? Es ist wirklich alles fast in der Waage bei beiden. Der Gesamt-Average, die Aufnahmen über 100, die Aufnahmen über 140, die Aufnahmen der 180er, die Checkout-Quote. Es wird sich wirklich um einen oder zwei Darts handeln am Ende in diesem Match. Ja, das denke ich auch. Es war wieder eine gute Chance für Vandenberg, hier 96. So ja, den Sprung in Richtung 17 zu schaffen, sage ich mal, in Richtung 17 Legs, dass er sich dann einfach mit 13, 9 da jetzt so ein bisschen absetzt und wieder lässt er Durrant in die Partie zurück mit solchen Momenten. Er verpasst die Darts auf Doppel, die so wichtig wären, und Durrant findet jetzt wieder so langsam rein. An der Qualität des Dartspiels insgesamt wird es nicht scheitern, sicher bei beiden. Das wird ein Nervenspiel und das wird sich tatsächlich mehr im Kopf als im Arm entscheiden. Ja, das stimmt. Und auch das Timing wird eine Rolle spielen. Durrant stellt sich hier ein Finish. Dimitri hat noch keins. Dann könnte Durrant gleich auch auf 11 zu 12 verkürzen. So, die sind wunderbar von Dimitri Vandenberg. Perfekt gespielt. Die 177. Und damit hat Dimitri Vandenberg jetzt wieder die realistische Chance, diese Aufholjagd und dieses Rankommen von Durrant sofort zu unterbinden. Ja,
84 Punkte, Triple 20, Doppel 12, der Weg. Aber er wählt die Variante über die 16 für die Doppel 18. Doppel 9. 66. Ja, die ist schwer. Oh, und die war knapp. When you require 74. Chance für Durant. 20 für Tops. 34. Und auch er lässt jetzt aus, sogar auf die Doppel 20. Und das Ding an dieser Doppel 9, Max, wir haben heute auch ein bisschen diskutiert. Doppel 3, Doppel 9 und so. Du kannst sie nicht aggressiv anspielen. Ja, du musst sie eher ein bisschen passiv anspielen. Dimitri hat das jetzt aber hier gut gelöst. Einfach rein. Aber natürlich, das Risiko ist da. Wenn du dich halbierst, musst du dich erstmal wieder umstellen, um einen Pfeil auf das Doppelfeld zu haben. Wir wissen, auf diesem Niveau, auf dieser Qualitätsstufe, ein Dart kann da so viel ausmachen. Und natürlich gibt es die Darts der Sass. Zum Nachspielen, nachkaufen, nachahmen, was auch immer ihr damit machen wollt. Aber holt euch die Dinge. Es ist es oft wert, auch die von Dimitri Vandenberg gibt es online und im Dartshop-Fachhandel und natürlich auch die unserer deutschen Stars wie Max Hopp, Gabriel Clemens und Nico Kurz. 140. Martin Schindler wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Natürlich, Martin Schindler hat auch sehr, sehr schöne Darts. 59. Ja, der steckt gut. Auch da fehlen wieder Millimeter, um das Ganze so zu klinken von Dimitri Vandenberg. Dimitri Vandenberg wieder als erster im Finish-Bereich und gut gestellt. Nimmt Dimitri da die Bulls-Variante bei 91? Ich würde sagen ja, weil auch Glenn Durant jetzt nochmal Druck ausübt. Der erste Pfeil wird aufs Bullseye gehen. Genau, jetzt auf die 16. Erwischt da dreifach. Doppel 9. Wieder die Doppel 9. Glenn requires 69. Ganz kurz Zeit vielleicht da, Max, weil viele sich vielleicht auch fragen, warum übers Bullseye die 91, warum nicht Triple 17 Tops? Er möchte einfach einen Pfeil auf dem Doppelfeld kriegen. Wenn er das Einfach-Bull, die Single 16 trifft, hat er auf jeden Fall einen Dart aufs Bullseye. Und das ist einfach in so einer Situation, auf so einem Level enorm wichtig, diese eine Chance zu bekommen. Doppel 4 hat nur einen Dart. Und busted. Rutscht ihm da ab in die Doppel 13. So, und Glenn Durant damit zum sofortigen Rebreak. Und das 11 zu 13, wieder ist es nur ein Break, dass er jetzt hinten liegt. Hast du so ein Gefühl gerade im Spiel, Max? Ja, ich so ein Gefühl, dass Dimi gerade ein paar Konzentrationsschwächen vielleicht hat? Die Kaltschnäuzigkeit hat mir gerade einfach gefehlt. Ich meine, er hat gerade die Chance gehabt, hier sich auf 4 Legs abzusetzen. Und dann braucht er nur noch 3 und er steht im Finale. Und das war so ein bisschen Larifari gefühlt. Und Durant kriegt natürlich die Chance und er braucht dann nur diesen einen Dart auf die Doppel 8, um ihn wieder zu verwandeln. Es war sicherlich auch etwas unglücklich, dass ihm der Pfeil da in die Doppel 13 abrutscht, aber dennoch die Entschlossenheit, wie vorher bei der Doppel 9, den hat er ja mitten reingenagelt, hat mir jetzt gerade gefehlt. Aber insgesamt sagst du auch, so eine 91 muss mit 6 Pfeilen, die muss halt weg. Eigentlich schon, ja.
Weil so lässt der Durant immer wieder kurzzeitig zurück in die Partie kommen. Wir haben es ja gestern gesehen, es war auch wirklich spät der Wendepunkt in der Partie Van der Voort gegen Durant. Er kam zurück, ja. Aber Van der Voort hat dann auch immer wieder vorgelegt. Und wir haben es zu Beginn schon mal kurz angesprochen. Erst das 17-16, dieses Break war es, das für Durant dann das Match entschieden hat. Das meinte ich. Also der hat eine enorme Ausdauer, der Glenn. Der Glenn Durant. Der kann da auch wirklich spät noch reingrätschen und dir die Dinger da vor der Nase wegchecken. Man möchte es fast schon aufgrund dieses World Matchplays als Taktik von Glenn Durant auslegen. So immer ein bisschen sich im Hintergrund halten, den anderen Spieler ein bisschen vorlassen, ja, aber halt immer so, dass du mit ein bisschen Selbstsicherheit weißt, so weit kann ich ihn gehen lassen, aber weiter nicht. Das war jetzt wieder stark von Dimitri. Guter Zeitpunkt gewählt, um die 180 zu werfen. Schauen wir auf die 76 von Durant. Noch eine 20 für die Doppel-18. Doppel-18 ausgemacht. 12-13. 26 leg, Dimitri to throw first. Game on. Ja, und wieder so ein bisschen Show wie gestern, ne? Ja, das ist schon ein Zeichen von einem Selbstverständnis jetzt von Glenn Durant. Na, gestern hat er ja mal kurz in die Kamera posiert und da seinen Bizeps reingehalten. Nicht unbedingt zur Freude von Van der Voort. Und das ist Nummer 8 von Glenn Durant. Wenn man sich darüber aufregt, darf man aber auch nicht vergessen, dass man natürlich in der Euphorie in so einem Spiel sowas gerne dann sicher auch mal selber macht. Also den kannst du ja auch mal rauslassen. Natürlich, das pusht er auch. Vierter perfekter Fall. 84. Dimitri wankt im Moment. Man sieht das tatsächlich auch ein bisschen am Gesichtsausdruck und an der Art und Weise, wie er am Oki steht. Das ist schon ein bisschen anders. Du hast es vorhin gesagt, er hat so einen schönen, er steht so schön aufrecht, es bewegt sich eigentlich nur der Arm. Im Moment ist der Dimi so ein bisschen Kopf runter. Ja, ja, in so einer geduckten Haltung. Ne? Ja. Das beobachte ich auch. Stimmt. Er merkt halt auch, der Durant kommt ran, er rückt ihm immer dichter auf die Fersen. Natürlich fängst du da auch an zu denken. Sein erstes Major-Finale ist greifbar nah. Ihm fehlt nicht mehr viel. Und jetzt kommt Durant. Triple 19 hat er. Doppel 20. Zum Break und zum Ausgleich jetzt von Glenn Durant. Zum ersten Mal seit dem 3:3 ist das hier wieder Stand 0. Und in der Euphorie dann mit einer 57 ins eigene Leg starten. Ja, ist jetzt wieder die Chance für Dimitri. Er hatte bis jetzt immer eine Antwort, wenn Glenn Durant da rankam. Schauen wir mal, direkt einen hohen Score. Der steckt doch schon mal gut. Super. Und die 140 ist gut für Dimitri Vandenberg. Das Schöne ist ja auch, Max, irgendwann musst du ja dadurch als Spieler mit Ambitionen, großen Ambitionen, dass du sagst, auch so ein Halbfinale,
ich will da nicht nur drin stehen, ich will das auch gewinnen, ich will da weiter. Du weißt, was auf dich zukommt, du weißt natürlich auch, was in so einem Match alles passieren kann. Du hast ja auch gesagt, dieser erste Sieg, den du geholt hast auf der Tour, der hat den Horizont nochmal erweitert. Da hast du auch gemerkt, okay, jetzt kann ich das. Ja klar, das beflügelt extrem und gibt dir natürlich extrem viel Selbstbewusstsein für die nächsten Turniere. Und du weißt dann natürlich genau, wenn es wirklich in die entscheidende Phase geht, was du zu tun hast. 58. So, Glenn Darren, der packt jetzt ordentlich drauf nochmal hier auf seine Aufholjagd. Er kratzt wieder am Draht. Den muss er da irgendwie vorbei kriegen. Verbaut sich schwer. Das ganz schön. Aber er weicht auch nicht zur Seite. Er verändert sich nicht am Oki. Er bleibt auf seiner Position. Ah, und das ist schon sehr stark gespielt. Gewinnt jetzt 4 Legs in Folge. Glenn Durrant und ist zum ersten Mal seit dem 3:2. 3:1 war es. 3:2 hat der Dimi gemacht. Also seit dem vierten Leg ist Glenn Durrant zum ersten Mal wieder in Führung. Typisch, wie gestern. Lange Zeit hinten gewesen, sich im Background gehalten und dann schnappt er zu. Das ist wirklich bewundernswert. 97. Aber Dimi fightet. Der wirft noch mal alles hier rein. Das muss auch noch lange nicht zu Ende sein hier. 100. Gute Chance für Dimitri Vandenberg, jetzt sofort auszugleichen. Der ist gut. Im Finish. Noch weiter runter gespielt. Die 180! Achtes Mal für ihn. Schon im Viertelfinale gegen Lewis warf er 11-mal das Maximum. 59. Make sure you require 50. Doppel 16, Doppel 8. 34. Er wird definitiv nochmal kommen. Die gute Nachricht. Aber du hast es auch gesagt, dieser Killerinstinkt fehlt in dieser Spielphase gerade bei Dimitri. Ja, das stimmt. Das hat er gestern ein bisschen aggressiver gespielt, ein bisschen mehr auch verkörpert. Seine Körpersprache ist gerade sehr, sehr defensiv. Aber schauen wir mal, vielleicht haut er den ja jetzt rein. Und dann kommt noch mal so ein Emotionsschrei. So, der passt. 14 beide. Wir gehen ins 29. Leg in diesem Halbfinale. Für alle, die vielleicht jetzt erst nach Hause kommen, weil es heute ein schöner Tag ist. Auch das erste Halbfinale ging einen sehr langen Weg. Gary Anderson gewann es gegen Michael Smith mit 18:16. 140. Max, Prognose, ist es das nächste Break? Ja, das könnte wirklich das nächste Break entscheidend sein. 39. Ich glaube, Durrant wird sich dieses Leg holen. Und dann wird er Vandenberg breaken und dann war's das. Ist meine Prognose. Sind wir gespannt auf die Glaskugel-Hop. Ja, ich orakel 17:15 Durrant. 100. Fast die Stimme verloren, Russ Bray. Das kommt auch ganz selten vor hier. Er rutscht ihm ab in die 5. 85. Aber am letzten zieht er sich hoch, weil der wichtig und gut war. 77. So, der gibt wieder vor. 100. Wird schwer, da reinzukommen für Dimitri Vandenberg. Gerade jetzt 124 noch für Durrant. Das spielt er dann
Ziemlich cool runter, 64 über die Triple, 16 für 16 Rest. Doppel 4 für Durant. Eine noch. Nee. Aber Demi ist noch weit weg. 226 muss sich erst da reinarbeiten, um noch ein bisschen Druck zu machen. Ich sag's dir, das nächste Leg wird ganz, ganz wichtig für ihn. Hat der Aufschlag 17. und da darf er sich auf gar keinen Fall von Durant breaken lassen. Man sieht es an diesen Aufnahmen jetzt von Dimitri, der hat den Flow so ein bisschen verloren. So, jetzt das 15-14 für Durant. Und dieses Leg, das Dimitri Vandenberg jetzt startet, das kann hier über Finale und aus entscheiden. Ja, wichtig, dass er hier direkt zwei Triple erwischt. Und macht der Glenn Durant das Leben noch etwas schwer. Er braucht mindestens auch zwei Triple hier, um gleich zu ziehen. Erwischt nur einen, 96 Punkte. One round on five. Average bei beiden leicht unter der 100. 80. Aber sehr, sehr konsequent. Übers ganze Spiel wirklich durchgehalten. Mit wenigen Hochs und Tiefs. Immer auf einem Level konsequent. 83. Flight up, drei Punkte zählen. Man sieht schon, dieser extra Fokus von Dimitri Vandenberg, gerade wenn er in sein Leg hineinstartet, weil er um die Wichtigkeit weiß. Aber da hat es, die ersten zwei Aufnahmen waren sehr, sehr stark. Aber Durant bringt sich mit der 140 wieder ins Spiel. Das Triple 19 wäre so wichtig. Hat er. Sehr gut gespielt. Stellt sich 36 Rest. Max, man kann das wahrscheinlich, wenn man nicht selber mal auf so einer Bühne gestanden hat, in so einer Situation nachvollziehen, aber die Gedankengänge, wo gehen die hin? Oder bist du ganz weit weg von allem anderen und bist wirklich nur komplett in dieser Konzentrationsphase, um hier einfach jeden da so gut wie möglich zu legen? Also du konzentrierst dich extrem, aber du bist dir natürlich der Wichtigkeit bewusst. Du weißt, es ist nicht mehr weit und sagst dir, komm, das lag noch. Das bringt mich in eine super Ausgangslage fürs Finale oder fürs Weiterkommen allgemein. Du weißt immer, wann es wirklich zählt, jetzt gute Darts zu schmeißen. Und da merkst du auch, die Jungs konzentrieren sich jetzt. Jede Aufnahme, der Blick geht auf die Pfeile, die sagen sich nochmal was. Come on, auf geht's, hau ihn rein, was auch immer. Das ist bei jedem Spieler individuell. Aber man feuert sich an, weil man weiß, hey, man darf jetzt bloß nicht schlapp machen, 96. sonst verliert man die Partie. Und der Puls schlägt jetzt bei beiden deutlich höher als am Anfang der Partie. Das ist auch sicher. Crunch Time nennt man das. Ja, das stimmt. Die andere Sache ist natürlich auch, du hast einen langen Tag. Die haben auch ein bisschen gewartet. Auch von der Zeit her ist das jetzt natürlich hart zu spielen. Das stimmt, das musst du timen. Eigentlich ist es so unter der Woche dein normaler Rhythmus, wo du schon längst im Bett liegst und vielleicht sogar schon schläfst. Und gerade bei Wettkampfwochenenden oder Wettkampfwochen, das Turnier ging ja jetzt hier über 7 Tage, da musst du das wirklich timen, da musst du dich auch manchmal zwingen, abends etwas länger wach zu bleiben und dann etwas länger zu schlafen oder ein Mittagsschläfchen einzulegen, dass du halt abends wirklich fit bist und den Tag lange angleichen. Genau, ja, und möglichst lange die Konzentration aufrechterhalten kannst. Gut, die 180 erneut von Dimitri, Nummer 9. So, jetzt muss er ganz tief hinunter, Dimitri Vandenberg.
Und das gelingt mit der 140. Und bei eigenen Darts, mit den Darts muss Durant jetzt eigentlich die 121 löschen. Erster passt. Bullseye. Und jetzt die Chance für Van den Berg in dieser Schlussphase des Matches, dieses Break zu machen. 28, vielleicht schon für ein bisschen Ruhm. Der passt. Das ist das Break von Dimitri Van den Berg zum 16-15. Und er wirft jetzt tatsächlich zum Finale an. Und auch da macht er alles richtig jetzt, Max. Ja. Dass er nicht sofort ans Oki geht, sondern das erstmal sacken lässt. Nochmal einen Schluck trinkt, nochmal komplett neu fokussiert. Das macht er sehr abgeklärt, hat wirklich nochmal nach links geschaut, ist stehen geblieben, auch nicht sofort zum Board gerannt. Durant zappeln lassen und Durant vor allen Dingen spüren lassen, ey, ich habe gerade einen Big Point gelandet. Ich hol mir jetzt das nächste Leg und dann bist du raus. Klasse Start. 140. Und das schafft er so oft, sein Leg mit der 140 zu beginnen. Und das ist so gut, das ist so wichtig. Und wenn du gegen die Darts spielst, musst du das ja schon fast matchen. 136. Er matcht das fast, Glenn Durant. Es passiert jetzt die Entscheidung. Entweder holt sich Van den Berg noch 140 hinterher und zieht hier mit 17-15 ins Finale ein. Oder wir erleben eine Verlängerung, sollte Glenn Durant hier ausgleichen. Der wird fighten, der wird alles reinwerfen. 99. Jetzt ist wichtig, eine hohe Aufnahme für Van den Berg. Dieses Match steht hier kurz vor der Entscheidung. 140, 140, 100. 9 Darts, 121 Rest. Dimitri Van den Berg. Wie weit kommt Glenn Durant? Und der kann fatal sein. Single 7, Max. Ja, 84 Punkte reichen nicht. Somit hat Dimitri Van den Berg jetzt für die 121 Zeit. 6 Darts. So schaut's aus. 61. Spielt den sicheren Weg. Lässt sich 32 Rest. Und wir werden gleich Matchstarts für Dimitri Van den Berg erleben. So, und wir können jetzt schon von einer kleinen Sensation sprechen, Max. Dimitri Van den Berg steht vor dem Finale beim World Matchplay als Debütant. Erster Matchstart. Zweiter Matchstart sitzt. Er schafft es tatsächlich. Dimitri Van den Berg bei seinem ersten Auftritt. In seinem ersten Major-Halbfinale schafft er den Sprung, schlägt Glenn Durant und steht gegen Gary Anderson im Finale 2020. Gary Anderson gegen Dimitri Van den Berg. Es ist das 20. PDC-Major-Finale für Gary Anderson. Und er kann zum 9. Mal einen großen Titel sein eigen nennen heute. Ist das Ansporn für ihn? Wir wissen, Max, auch er sucht sich ja eigentlich immer den Fokus auf die großen Turniere. Das ist Gary Anderson. Genau, das ist genau sein Ding. Er spielt gar nicht so oft die kleinen Floor-Events, sondern er fokussiert sich wirklich immer auf die großen Majors. Man muss aber auch fairerweise sagen, er ist da immer zur Stelle. Also er liefert immer eine gute Performance ab und kommt oft in die Endphase des Turniers oder wie hier ins Finale. Und Dancing Dimi, er hat seine Show wieder zelebriert, das ist klar, auch das ist ein Ritual, das dazugehört. Du hast es schon in den letzten Tagen immer wieder gesagt, Max, auch mit dem Bart, er sieht ein bisschen erwachsener aus. Heute kann er tatsächlich auch erwachsen werden durch einen Sieg hier beim Major. Das stimmt, also wer Dimitri ein bisschen kennt, der wirkt auch relativ erwachsen. War natürlich früher so der Flippige, der nur rumgetanzt ist und immer einen Scherz gemacht hat. Aber die letzten Jahre hat er sich schon auch mit seinem Team um sich herum professionalisiert. Und das sieht man auch im Spiel, switcht er um und ist wirklich extrem fokussiert.
Blick auf die Statistiken. Max, wir haben das ganz am Anfang dieser Sendung schon mal angesprochen. Es gibt nicht viel. Es ist eng beieinander, was beide haben. Es heißt in so einem Finale auch Tagesform, Nervenstärke, Können. Definitiv, vor allen Dingen Nervenstärke hinten raus wird ein entscheidender Faktor sein, wenn man sich die Statistiken anschaut. Die liegen alle nah beieinander, sei es vom Average, sei es von der Doppelquote. Und beide hatten ja auch gestern ein umkämpftes Halbfinale, das darf man nicht vergessen. Beide mussten wirklich über die volle Länge fast schon gehen. Und das steckt natürlich vielleicht auch noch ein bisschen in den Knochen. Auch da darf man gespannt sein. Dann heißt das natürlich auf diese Distanz, denn wir gehen heute Best of 35 Legs, heißt First to 18. Man muss 18 Legs gewinnen, um diesen Pokal hier zu hieven. Da geht es auch ein bisschen, du sagst es auch immer wieder, die Hitze auf dieser Bühne von den Scheinwerfern, das ist enorm. Irgendwann geht das natürlich auch an die Konzentration und an die Kondition. Ja klar, es ist sehr warm da oben, aber man darf nicht vergessen, sie müssen sich jetzt über die nächsten Stunden müssen sie sich enorm konzentrieren. Und es ist ganz wichtig, dass die Konzentration aufrechterhalten wird und dass da nicht so Phasen kommen, wo sie mal einknicken und dann den Fokus verlieren. Weil ruckzuck gewinnt der Gegner 5 Lecks in Folge und du hast einen Rückstand, den du vielleicht am Ende gar nicht mehr aufholen kannst. Gary Anderson. 2009 spielte er sein erstes World Matchplay. Da war Dimitri Vandenberg. Im gleichen Monat feierte er da seinen 15. Geburtstag. Auch das muss man sich so ein bisschen vor Augen halten. Und das ist natürlich Erfahrung aus solchen großen Turnieren, die dir keiner mehr nehmen kann. Ja, und das ist natürlich viel wert. Deswegen sehen die meisten Experten auch Gary Anderson heute Abend vorne, weil er einfach ohnehin schon cool und abgezockt ist und dann eben noch jahrelange Erfahrung auf Top-Niveau hat. Dimitri Vandenberg, der erste Debütant beim World Matchplay seit James Wade 2006. Der es in dieses Finale hineingeschafft hat. Ich denke, ein Debütant hat bisher beim World Matchplay noch nicht gewonnen, oder? Wenn wir Larry Butler nehmen bei der Erstausgabe, aber ansonsten stimmt, tatsächlich. Das war 1990, ne? 94. Ach Gott, da war ich noch nicht mal auf der Welt. So lange gibt es das World Matchplay schon. Schaut an. 84. 84 Punkte von Dimitri, lässt sich 60 Rest, aber Gary Anderson jetzt mit der Möglichkeit, 118 Punkte auszulöschen. Gelingt ihm nicht nach dem ersten Fall, der rutscht ihm ab in die 1. 76 Rest. 78, pardon. So, und Dimitri wieder vor den entscheidenden Darts. Lange Konzentrationsphase von ihm. 2 auf Tops zum ersten Leg. Passt! 1:0 für Dimitri Vandenberg. Und natürlich der Aufruf an euch da draußen über Facebook, Instagram und Twitter unter Hashtag FragMax. Schickt gerne rein, was euch interessiert zu diesem World Matchplay oder auch Fragen an Max. Wir versuchen, so viel wie möglich hier in der Sendung zu beantworten. Gary Anderson hat sich definitiv gesteigert, Max, im Verlauf dieses Turniers. Dennoch hadert er weiterhin und sagt, das sind nicht die Darts, die ich werfen will. Er hat so ein bisschen Probleme, sagt er auch im Release tatsächlich, den Dart zum richtigen Zeitpunkt loszulassen. Ja, das stimmt, das glaube ich ihm sogar, weil man sieht es immer mal wieder. Manchmal reißt der erste Pfeil, wie vorhin, in die 5 und da ist so ein kleiner Snatch zu erkennen. Da bringt er sehr, sehr viel die Schulter in die Bewegung mit rein. Ja, der war gar nicht so zufrieden gestern. Er hat gegen Michael Smith ein gutes Spiel abgeliefert, stand auch verdient dann im Finale und sagte so im Interview, hey, ich bin gar nicht so zufrieden mit meinen Pfeilen. Ich hätte gern den Gary von vor 4 Jahren nochmal wieder. Der war einfach viel kaltschnäuziger und viel, viel besser aufgelegt. Aber dennoch, Anderson, das ist Klagen auf hohem Niveau. Gestern auch ein Average von fast 100 Punkten. Passt schon. 7 mal die 180, 3 High Finishes. Hat geführt, bis Michael Smith dann tatsächlich zum 15:4 zur Führung kam. Aber auch dort dann mit einem 116er Checkout zum Comeback, zum Rebreak, zum 15:15. Das war so der Decider im Spiel von Gary Anderson gestern. Definitiv, auch die High Finish gestern von Gary Anderson kam immer zum richtigen Zeitpunkt. Er hat 128 Punkte auch gecheckt und ist damit in die Pause in Führung gegangen gegen Michael Smith. Der hatte da immer ein sehr, sehr gutes Timing, das muss man schon sagen. Und Timing auf der anderen Seite, das haben wir bis jetzt in vielen Spielen gesehen, dass Dimitri sehr stark startet, immer versucht, früh vorn wegzugehen. Gegen Adrian Lewis haben wir das gesehen, da hat er schnell 8:2 geführt. Auch gestern gegen Glenn Durrant, zum Teil mit 4 Legs geführt. Bei Glenn Durrant, das ist so verdammt schwer, Max, weil der kommt irgendwie immer wieder zurück. Aber das hat Dimi auch dann gut gemacht, obwohl er dann sogar auch mal in Rückstand lag. 1-1 jetzt durch Gary Anderson.
Ja, du sagst es also, Dimitri hat wirklich in seinen vergangenen Matches sich immer eine Führung erarbeitet und hat sie letzten Endes auch ins Ziel gebracht. Also der ist da nicht mittendrin eingeknickt, sondern er hat es wirklich immer 100. über die Ziellinie gebracht. Von Gary Anderson. Er hat sogar dem Stand gehalten. Michael Smith hat die meisten 180er geworfen bislang in diesem Turnier im Halbfinale gegen Gary Anderson. 14 an der Zahl. 80. Ein bisschen unglücklich. Robin Hood hinten rein. Der Pfeil zählt dann natürlich nicht. 95. Auch das vielleicht für Leute, die jetzt erst zuschauen in diesem Finale. Die Punkte zählen nur, wenn die Dartspitze das Sisal auf dem Board berührt. Genau. Und auch das haben wir gelernt, vielleicht für Außenstehende, auch Vincent van der Voort, man muss über Schulter werfen, sonst zählt der Wurf auch nicht. Ja, das stimmt, das war ja wirklich der Aufseher im Viertelfinale. Vincent van der Voort hat da den Pfeil quasi aufs Board geschleudert, kann man sagen. Unten aus dem Ellbogen raus. Genau, ja, und das ist nicht erlaubt. Übertreten natürlich auch nicht. Am Orki, ganz genau. Ansonsten bleibt einem der Stil eigentlich selbst überlassen. Es geht nur darum, sich wohlzufühlen und die Zahlen so gut wie möglich zu treffen. Genau, und man hat ja auch eine sogenannte Exclusion Zone. Das ist der dunkelblaue Teppich, den man schön auf dem Rot sieht. Der kommt gut zur Geltung und da darf sich der Spieler frei bewegen. Also er kann nach links ausweichen, nach rechts ausweichen. Wenn er sich vielleicht mal ein bisschen ein Feld zubaut, ist das ganz gut. So, wichtige Darts für Dimitri Vandenberg, denn Gary Anderson aussichtsreich hier für das erste Break, eventuell mit der 80 Rest. Einen auf Tops. Und der reicht Gary Anderson. Das Break zum 2-1. Und der Hinweis natürlich, die Darts von Gary Anderson, Dimitri Vandenberg und natürlich auch von unseren deutschen Dartstars wie Max Hopp, Gabriel Clemens, Martin Schindler, die gibt es zu kaufen, und zwar online und im Dartshop-Fachhandel. Auf diese Distanz merkst Break hin oder her, macht in dieser Anfangsphase sicher nicht den großen Unterschied. Nee, also die ersten 10 Legs können die Jungs sich hin und her breaken, das ist dann gar nicht so relevant am Ende, aber so nach der dritten Pause, da ist so wirklich Crunch-Time, also da entscheidet sich, in welche Richtung sich die Partie entwickeln wird, und da ist es ratsam, dann den Rückstand eben nicht zu groß zu machen, sondern dass man dran bleibt und das möglichst ausgeglichen hält. Ich denke, wir werden heute ein sehr spannendes Finale erleben, aber ich glaube, am Ende wird Gary Anderson gewinnen. Ja, starke Aufnahme hier von ihm, lässt sich 124 Punkte Rest. Dimitri wird sich jetzt in den Finish-Bereich spielen. Gucken, wie tief rein. Bräuchte ein Triple. 42. Das war dann nicht. Ja, somit hat Gary Anderson Zeit. Doppel-8. Denn mit der 159 auch noch auf der niedrigsten Bogey-Zahl, die man nicht auschecken kann. 127. Gary Uguard 8. Gary für Doppel 4. No score. Oh, weit weg. Ein Score. Dimitri Uguard 32. Der war ganz weit weg. Somit doch noch die Chance für Dimitri Vandenberg. Auch die Checkout-Percentage bei beiden über das Turnier hinweg gesehen ziemlich gleich. Beide um die 37%. Doppel-8 jetzt für Dimitri Vandenberg. Das Rebreak zum 2-2. Oh, ihr seid auch schon fleißig am Zwitschern. Wir schauen mal, was da reinkommt. Meint ihr, man wird in Zukunft mehr deutsche Spieler bei großen Turnieren sehen? Unter Hashtag FragMax. Ja, davon bin ich überzeugt. Man hat in den letzten Jahren wirklich eine Entwicklung in Darts Deutschland wahrgenommen. Wir haben mit Gabriel Clemens, mit mir, mit Martin Schindler und Christian Bunse 4 Tokart-Holder. Wir hatten Robert Marjanovic, der auch dabei war. Steffen Siebmann. Steffen Siebmann, sorry, habe ich vergessen, wir haben 5.
Und wir haben mit Nico Kurz, finde ich, ein Darts-Juwel in Deutschland, der noch gar kein Vollprofi ist. Also wir sind da wirklich gut aufgestellt für die nächsten Jahre und ich glaube, wir werden immer stärker. Und bei diesen großen Turnieren ist es natürlich essentiell, unter den Top 16, unter den Top 16 der Welt zu stehen, denn dann ist man automatisch für ein Major qualifiziert. Jetzt bei diesem World Matchplay, Max, das ist schon so eigentlich von der Besetzung mit das beste Turnier, weil du eben die Top 16 der Order of Merit hast und noch 16 Spieler, die in der Pro Tour Order of Merit ganz vorne stehen. Und das sind diese kleinen Floor-Turniere, die übers ganze Jahr gespielt werden. Das heißt, da musst du aktuell eben zu diesem Zeitpunkt im Juli unter den Top 16 sein und das ist gar nicht so einfach. Genau, da hast du nur ein halbes Jahr für Zeit und da musst du natürlich 70. richtig reinklotzen, dass du dann damit am Start bist. Also World Matchplay, wie gesagt, nach der WM, das Turnier mit dem höchsten Preisgeld und auch so vom Status her bei allen Spielern ist World Matchplay hoch im Kurs. Selbst Dimitri Vandenberg hat jetzt 3 Jahre gebraucht, bis er sich da mal qualifiziert für und schwupps, 80. ist er direkt im Finale. Ne? So kann es gehen. Und auch das wollen wir natürlich nicht verschweigen, mit 700.000 Pfund ist das Ding hier insgesamt dotiert. Der Sieger bekommt 150.000 Pfund, der Finalist, der Zweite immerhin noch 70.000. Und Gary Anderson, er verteidigt ja seinen Titel aus 2018 in dieser 2-Jahres-Wertung der Order of Merit. 140, Gary Aguirre 112. Das heißt, sogar mit einer Niederlage hier im Finale würde Gary Anderson in der Order of Merit tatsächlich einen Platz verlieren. Platz fallen, ja. 88. Dimitri Aguirre, 24. So. Entscheidung hier vor der ersten kleinen Pause. Doppel 12 für Dimitri. Doppel 6. Einen noch. Doppel-6 Pass, Dimitri Vandenberg geht hier mit 3:2 in Führung. Gleich geht's weiter in mit Kids. Play-Finale 2020, 3:2 für Dimitri Vandenberg gegen Gary Anderson nach dieser ersten Sequenz. Max, wir sagen mal vorsichtig, beide gewöhnen sich noch ans Finale. Ja, das kann man so sagen. Beide mit einem bescheidenen Start, beide bei einem Average von unter 90 Punkten. Und da erwartet man sich tatsächlich für ein Finale ein bisschen mehr. Wir sind aber auch noch in der Anfangsphase, also das wird sich bei beiden Spielern noch steigern. Dimitri zeigt auf jeden Fall in diesen ersten 5 Flex Gary Anderson, der schon wieder ein bisschen ausgelassen hat, auch aufs Doppel, dass er da ist. Dass immer mit ihm zu rechnen ist und dass er dann halt auch ausmacht, wenn es sein muss. Das stimmt, das macht er enorm gut, aber wir müssen auch fairerweise dazu sagen, dass Gary Anderson sein Powerscoring noch nicht gefunden hat. Also der kann da definitiv noch 1-2 Gänge höher schalten. Manchmal muss man auch erstmal ankommen auf der Bühne, sich akklimatisieren und dann brauchst halt ein paar Legs Anlaufzeit, bis man so richtig losfeuern kann. Auch das gibt's ja, Max, das hört man immer wieder. Du spielst eine Woche auf der gleichen Bühne, aber das Gefühl auf der Bühne ist dann von einem Tag auf den anderen komplett weg oder anders. Ja, das ist immer unterschiedlich, das stimmt. Und 131 für 110 Rest bei Gary Anderson. Und 140 mitgegangen von Dimitri Vandenberg. Licht, Triple 19, geht er über die Triple 15, wollte er. Triple 15, Doppel 18. Man hat aber auch gesehen, dass die Doppel 18 in den vergangenen Tagen bei ihm extrem gut läuft. Gary Anderson dann zum 3:3. Oh, nächster Tweet schnalzt hier hinein. Heute ist doch ein guter Tag. Euch schöne Grüße aus Ostbelgien. Danke, natürlich zurück. Und in Belgien hat unsere Dartshow eine große Fangemeinde, das ist schön. Und ihr drückt natürlich Dimitri Vandenberg die Daumen. Das ist auch klar. Danke für euren Tweet. Drückt weiter. Der Dimi sieht bislang ganz gut aus, Max.
Ja, definitiv. Das Zeug dazu hat er auf jeden Fall. Er muss es halt über die Ziellinie bringen am Ende. Noch steht es 3:3. 96. Dimitri ja auch ein Spieler, der extrem beliebt in Deutschland ist, einfach weil er wirklich sich die deutsche Sprache angeeignet hat. Das klingt bei ihm wirklich schnuckelig, sage ich mal, so ein bisschen mit Akzent, aber er spricht sehr gut Deutsch. Also er kann nicht nur Essen bestellen und Hallo sagen, sondern er kann sich hier schon wirklich verständigen und du kannst auch ein Interview mit ihm auf Deutsch führen. Haben wir ja die Tage gemacht hier. Haben wir die Tage schon, was sehr, sehr unterhaltsam war. Und er hört ja auch immer gar nicht mehr auf, der Dimi. Dem brauchst du auch kaum eine Frage stellen, der redet einfach. Das stimmt, das tut er sehr gerne. Also er ist schon so eine kleine Quasselstrippe auch auf der Tour. Also der hat immer was zu erzählen. Aber ein liebenswerter Junge, das auf jeden Fall. Er hat das Herz am rechten Fleck und ist auch ein großer Familienmensch, kämpft immer für seine Familie. Die Tattoos, die er am Arm hat, da sind die Namen seines Bruders zum Beispiel drauf, an seinem Wurfarm. Und das finde ich immer klasse. Der spielt auch heute Abend, glaube ich, nicht nur für sich selbst, sondern auch ein bisschen für seine Family, weil die werden ihm auch in Belgien die Daumen drücken. 48. Für Doppel 16 zum 4-3. Und der passt. Ist der Gary Anderson, Max, eigentlich so ein knorriger Typ ein bisschen, weil wenn man Interviews von ihm immer liest und er ist ja nie mit irgendwas zufrieden, irgendwas stimmt immer nicht, aber ist er sonst ganz entspannt oder ist das auch so eine kleine Masche von ihm, da immer sich auch ein bisschen selbst zu kritisieren, um sich wieder anzuspannen? Ja, er verfolgt schon so ein bisschen die Masche, immer etwas unter dem Radar laufen zu wollen. Also er stapelt schon häufig tief. Wir dürfen nicht vergessen, er ist zweifacher Weltmeister. Er ist eine Legende in unserem Sport und ist aber gar kein knurriger Typ. Also Gary Anderson ist wirklich entspannt. Der hat immer einen guten Spruch auf den Lippen, immer ein Lächeln auf den Lippen. Ist nur sehr zurückhaltend. Also er mag so das Spotlight nicht, die große Bühne eigentlich. Also der zieht sich oft zurück, ist auch abends gar nicht so oft unten irgendwie im Restaurant anzutreffen, bestellt sich was aufs Zimmer. Also sehr zurückgezogener Typ. Er ist eine Legende des Dartsports, der definitiv Triple Crown Sieger. Das sind nur drei Spieler in der Geschichte der PDC. Nämlich Phil Taylor, Michael van Gerwen und eben Gary Anderson. Heißt, die haben das World Matchplay, die Weltmeisterschaft und die Premier League gewinnen. Ja. Ist auch so einer der wenigen Spieler, der Gary Anderson, der Michael van Gerwen immer wieder die Stirn bietet. Auch in vielen Finals hat er ihn besiegt. Und van Gerwen hat nicht vor vielen Angst, aber vor Gary Anderson und Gervin Price, das sind schon so zwei Kaliber, vor denen nimmt er sich auch in Acht. Madhouse passt für Gary Anderson zum 4:4. Und natürlich der Hinweis, alles zu diesem Finale, Vorberichte und auch nochmal die Videos, wie die Jungs ins Finale gekommen sind, das zeigen wir euch nochmal auf sport1.de und in der Sport1-App. Max, auch erstaunlich tatsächlich, weil die beiden ja 27 und 29 bislang gespielt haben in diesem Turnier. Die 180 ist noch nicht gefallen. Die ist noch nicht gefallen, ja, wir warten noch drauf. Vielleicht der jetzt. 137. Auch da knallt die Peitsche noch nicht. Ja, aber Hauptsache immer ein Triple dabei. Hat ein Finish, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Gary überlegt, hat sich das Feld ein bisschen zugebaut. Ja, und insgesamt, Max, sagt man da, die 180er sind natürlich auch für die Show und fürs Publikum. Aber man spielt eigentlich lieber kontinuierlich 200, 140er als vielleicht eine 180 und eine 45 hinterher. Das stimmt, ja. Doppel 8 für Vandenberg. Doppel 8, die passt zum 5-4. Gary Anderson, letztes Leg vor
der zweiten Pause. Nach wie vor läuft das sehr gemütlich, dieses Finale tatsächlich. Ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, wir warten noch auf die erste 180. Es sind noch nicht diese Power-Scores da. Dafür spielen beide recht solide, einige Hunderter, einige 140er, wie hier von Dimitri. Und ja, sie nutzen ihre Chancen, die sie bekommen auf die Doppel. Und, mit den eigenen Darts läuft sehr gut. Erst zwei Breaks insgesamt in diesem Spiel. 123. Und es ist schwer zu sagen jetzt, in welche Richtung das Spiel sich entwickelt, weil es wirklich sehr, sehr ausgeglichen ist. Meist geht Dimitri in Führung, Gary gleicht wieder aus. 140. Kann sich keiner hier so richtig absetzen. Und das war man eigentlich ein bisschen gewohnt. Das hatten beide jetzt immer drauf im Turnierverlauf. Genau, ja. 100. Kopf an Kopf rennen. Apropos Head-to-Head, die beiden haben überhaupt erst zweimal gegeneinander gespielt auf der PDC-Tour. Jeder gewann einmal. Gary bei der Home-Tour zuletzt und Dimitri Vandenberg hat Gary Anderson ja besiegt, ja, damals vor 20.000 Zuschauern auf Schalke. Stimmt, in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen mit 8-7. Auch da dann legendäres High Finish zum 7-7 gespielt, als Gary, meine ich, auf 4 stand. 125 oder was rausgenommen zum 7-7, um dann 8-7 zu gewinnen. Hammer. Da rutscht ihm hier ab in die 1, somit nicht mehr möglich. Sieht doch schwer danach aus, dass Gary Anderson hier das 5-5 vor der Pause macht. 115. Gary Dubois 61. Single Bull Hatter, Doppel 18. Yeah. Doppel 18 zum 5-5. Alles offen hier. Gleich geht es weiter. Wieder hinein ins World Matchplay Finale zwischen Gary Anderson und Dimitri Vandenberg. 10 Legs sind gespielt, Max. Alles ausgeglichen, ja, von einem gemächlichen Beginn. Wir hatten nach der ersten Sequenz, nach den ersten 5 Legs, Averages unter 90. Nimmt das Spiel schon langsam Fahrt auf, auch von den Zahlen. Definitiv, wir haben es eben kurz gesehen. Jetzt in dem zweiten Abschnitt hat Dimitri Vandenberg ein 108er Average gespielt. Das ist schon wirklich stark. Aber dennoch, Gary Anderson sehr gut auf die Finishes. Er ist immer dran geblieben und deswegen steht es hier 5-5. Und du sagst jetzt, diese dritte Sequenz ist eine ganz wichtige. Enorm wichtig. Wir haben es in der Pause beobachten können. Gary Anderson ist oben geblieben, hat ein paar Practice-Darts geworfen. Der weiß, jetzt ist es wichtig, sich vielleicht so ein bisschen abzusetzen und ein paar Breaks zu landen. Dimitri kam sehr, sehr spät dann wieder, hat auch nur seine 3 Darts geworfen. Das war's. Während Gary da eben schon ein bisschen weiter gespielt hat. Und du hast es auch gesagt, hin und wieder hatte Gary so ein paar... 118. Ja, oftmals sieht man viel Bewegung dann in der Schulter und er probiert den Pfeil so rein zu drücken. Da war auch eine Situation, 164, da wusste er nicht so richtig, was mache ich mit dem letzten Pfeil. Da hat er ganz schön mit der Schulter gedrückt. Dimitri geht hier wieder zur Seite. Probiert den Pfeil hier vorbei zu schlänzen. 16. Und er landet zu weit innen. Gary Rigoire, 130. Chance aufs Break für Anderson. Steckt gut. Der steckt auch gut. Doppel 5. Oh, da nimmt er die 130 raus, Gary Anderson. Und auch das könnte so ein Punkt sein, wo Gary Anderson sagt, so, jetzt fliegen die Dinger, genauso wie ich das haben will. Nächster Tweet von euch kommt rein unter Hashtag fragt Max. Weiß man schon, ob die Darts-WM mit Zuschauern ist? Man weiß es noch nicht zu 100%, soweit ich informiert bin, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit Zuschauern stattfinden. Man plant auf jeden Fall. Man weiß nur noch nicht, wie viele es sein werden. Und ich bin sicher, die PDC wird da die entsprechenden News in den nächsten Wochen und Monaten raushauen. Es gibt da eigentlich auch nur 2 Möglichkeiten. Entweder du siehst jetzt, Summer Series läuft, Matchplay läuft, man plant das jetzt schon ohne Zuschauer, aber weil das eben noch eine Zeit lang hin ist, hat man sicher einen Plan B in der Hinterhand, weil man natürlich auch die Zuschauer da haben will. Davon bin ich überzeugt. Also die PDC und auch die PDC Europe, die arbeiten mit Hochdruck daran, Lösungen zu finden für die aktuelle Situation. Aber es ist natürlich nicht so leicht, weil keiner weiß, wie die Infektionszahlen gerade in England dann im Dezember sind. Weil England war ja schon ein Land, was wirklich von der Pandemie auch stark betroffen war. Was man so hört, will England auf jeden Fall im November Sportereignisse wieder im relativen Normalbetrieb starten. Also die Chancen, glaube ich, dass bei der WM Zuschauer da sein werden, könnten nicht so schlecht sein. Jawohl, da freuen wir uns doch alle, oder? Aus englischer Sicht zumindest. Da freuen wir uns doch alle. Unser Sport ist einfach nochmal einen Ticken besser mit Zuschauern. 100.
Es gibt aber, wenn ich richtig informiert bin, auch schon die Möglichkeit, europäische Events mit Zuschauern demnächst zu verfolgen. In Österreich wird ja der World Cup of Darts gespielt im November und da sind auch schon Zuschauer zugelassen. Boah, ist das stark! Wir reden von Zuschauern und Dimitri Vandenberg liefert uns hier das Highlight. Erst das zweite 170er-Finish im Turnier. Der Big Fish nach Gabriel Clemens, jetzt also auch Dimitri Vandenberg und das im Finale. Und was für ein Moment. Gary Anderson breakt ihn und die Antwort von Dimitri Vandenberg lautet, ich break dich zurück und zwar in Style mit einem 170er-Checkout. Spektakulärer vielleicht nur noch das Finale 2005, als Colin Lloyd zum Match gegen John Barth die 170 rausgenommen hat. Was immer wieder auffällt und wenn man ihn schon ein paar große Turniere auch beobachtet hat, Dimitri Vandenberg, der ja auch immer wieder, dann hat er so ein Lacher drin gehabt, dann hat er viel Kopf geschüttelt, aber wenn es gut lief, war er auch zu euphorisch. Er hat eine Balance gefunden in seinem Spiel. Auch das ist zu merken in diesem Turnier, Max. Ja, das stimmt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er wirklich eine Zeit lang mit Peter Wright trainiert hat und der ihm sicherlich viel beigebracht hat, weil früher war es wirklich so eine Berg- und Talfahrt der Gefühle auf der Bühne für Dimitri Vandenberg. Auf der Farm von Peter Wright Zuflucht gefunden wegen des Lockdowns und das könnte sich sogar fortsetzen. Max, man hört oder du hast gehört, dass Dimitri Vandenberg vielleicht sogar ein bisschen liebäugelt damit, weil Peter Wright ihm das angeboten hat, dort sowas wie einen Zweitwohnsitz tatsächlich aufzubauen. Das stimmt, also er überlegt, seinen Wohnsitz nach England zu verlagern, lebt ja noch in Belgien und einfach weil dann die Anreise zu den Turnieren auch ein bisschen unkomplizierter ist. England hat ja auch den Brexit, das dürfen wir auch nicht vergessen, da wird es für Europäer vielleicht auch so die ein oder andere Hürde zu überwinden geben. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, schauen wir auf das Bull. Oder geht er gar nicht drauf? Er wählt die sichere Variante, lässt sich 32 Rest und kriegt dann gleich auf jeden Fall drei Darts, weil Gary Anderson noch kein Finish hat. 42. Wieder die Doppel 16, auch die läuft gut bei Dimitri Vandenberg. Doppel 8. Und das ist das 7:6 für Dimitri Vandenberg. Und du hast es angesprochen, Events mit Zuschauern, das wollen natürlich alle, das wollen die Spieler, das wollen die TV-Stationen und das wollt natürlich ihr da draußen auch. Wir sagen euch, wie das geht, sport1.de/darts-sport. Die PDC Europe hat wieder ein paar Sachen angesetzt. Zwei Majors, World Series of Darts Finals in Salzburg, 18. bis 20. September. Oder auch European Darts Championships vom 29. Oktober bis zum 1. November. Und im 14. Leg ist es jetzt soweit. Die erste 180. 134. Endlich das Ding da rein mal locht von Dimitri Vandenberg. Die 9 aber verschwindet beim vierten Dart. 134. Also Max, außenstehend kann man durchaus sagen, die Darts für Selbstvertrauen, 93. für die Selbstsicherheit, die sind bislang eigentlich in Überzahl bei Dimitri. Ja, das stimmt. Gary hadert ein bisschen. Wir sehen auch immer wieder, der Blick richtet sich auf die Pfeile. Er hat in der Pause auch nochmal die Flights gewechselt. Und also es sind dieselben Flights, aber einfach nochmal frische drauf gemacht. Das ist auch so ein Restart-Ding. Ähnlich wie bei Van Gerven, die Socken hochziehen. Komm, jetzt geht's nochmal von vorne los. Aber die stecken doch hier ganz gut. 129. Aber du hast recht, Basti, der hadert noch ein bisschen mit sich. Steht auch nur beim Average von 93 Pünktchen. Also da haben wir Gary Anderson auch schon mal in besserer Form erlebt. Wichtige Darts jetzt aufs Doppel für Dimitri Vandenberg. Kann Gary Anderson hier breaken? Gary Uruguay, 50. Tops für Gary Anderson zweimal und das lässt er nicht liegen. Gleich zum 7:7 aus. Game.
60. Mal eine Aufnahme ohne Triple tatsächlich und die Möglichkeit für Gary Anderson hier ein bisschen vorzulegen. 98. Gary Anderson so lange ohne 180, Max, beschäftigt mich tatsächlich ein bisschen. Ich glaube, das beschäftigt ihn tatsächlich auch. Das ist für ihn ja relativ ungewohnt. Manchmal wirft er zwei in einem Leck. 100. Solide 100 hier von Vandenberg. So, der ist wieder zu tief, 100. Der zweite. Er spielt so konsequent gut, Dimitri Vandenberg, tatsächlich. Auf diesem hohen Niveau, über diese Zeiträume, auch gegen einen Glenn Durrant, das ist so schwer gewesen im Halbfinale. Weil der Glenn Durrant, ja, dieser Wadenbeißer ist, wo man weiß, der lässt nicht nach und egal wie hoch du führst, aber Dimitri ist da weiterhin einfach bei sich geblieben, hat sich gar nicht davon ablenken lassen, wie ein Glenn Durrant spielt. Ja, das stimmt, Glenn Durrant ist wirklich schwierig niederzuringen, aber Dimitri Vandenberg ist es gestern Abend gelungen. 89 für Gary, 20. Bullseye. 64. Von außen den Draht leicht touchiert. Und Dimitri Vandenberg kann jetzt durch seine Darts halten. Doppel 10. Doppel 10, das passt. 8-7 für Dimitri Vandenberg. Gleich geht es weiter. Präsentiert. Matchplay, die 140 von Dimitri Vandenberg. Damit geht er mit Gary Anderson. Jetzt im 16. Leg gespielt wird. First to 18 heißt, erst mit 18 Legs gewinnt man den Pokal. Max, Gary Anderson könnte ja wirklich Geschichte schreiben. Nicht nur, dass er zum zweiten Mal das World Matchplay holt. Der hat bis jetzt das einzige Major gewonnen, die UK Open, ohne Zuschauer damals. Jetzt das zweite, vielleicht gibt es sowas nie wieder, da könnte er sich verewigen. Und so ein bisschen die UK Open 2018 haben noch ein bisschen mehr mit diesem Turnier und diesem Finale, wenn man darauf schließt, gegen wen er spielt. Hier der Debütant im ersten Major-Finale, damals war es Corey Cadby, der auch zum ersten Mal in einem Major-Finale stand. Ja, das stimmt, das ist wirklich witzig, weil damals war es ja so, dass ein Schneechaos war, keine Zuschauer zugelassen in England und vielleicht ja auch ein kleiner Vorteil für Gary. Er kennt das alles schon, war für ihn eine gewohnte Situation, vielleicht ist er deswegen auch so lockerflockig hier ins Finale eingezogen. Aber wir sehen immer wieder, dass er nicht zufrieden ist mit seinen Darts und wir betonen das nochmal, wir sind im 16. Leg und Gary Anderson hat in diesem Finale noch nicht das Maximum, die 180 gespielt. Schauen wir auf die 152 von Vandenberg. Gelingt ihm nicht, aber ja, das ist wirklich Wahnsinn. Gary Anderson ist ja bekannt dafür, dass er immer viele 180s in die Scheibe brettert. Diese Triple 20 legendär, dreimal auffüllen, vergolden, kolorieren, betanken, bebunkern, was auch immer man will. Aber das ist auch die Essenz des Dartsports, Max. Das stimmt, ja. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation. Da hat Gary Anderson das Finale bei der Weltmeisterschaft gegen Phil Taylor gespielt und ihm sind drei Darts aus der Triple 20 rausgeplumpst. So, jetzt haben wir Break von Dimitri Vandenberg gleich zum Auftakt hier in diese Session. Und der nächste Tweet kommt rein unter Hashtag FragMax. Wie kam es eigentlich zu dem typischen Dartlied, bei dem jeder im Publikum mitmacht? Ja, das ist so die Hymne des Darts. Und ich kann gar nicht wirklich beantworten, wie es dazu kam. Es war halt einfach beliebt beim Publikum. Die haben das immer gegrölt, immer gesungen. Und dann wurde das irgendwann mal genommen, halt auch um es in den Werbepausen dann eben abzuspielen. Und da springen die Zuschauer ja immer auf und halten die Schilder in die Höhe. Wenn sie anwesend sind, die Zuschauer. Selbstläufer das Ganze dann irgendwann. Das stimmt, ja. Es gab auch eine Zeit lang gab es diesen Kolo Touré Chant, den haben sie auch alle gesungen. Also wie in Deutschland halt mal Ladi Ladi Ladio im Fußballstadion, so ist das auch in England.
137. Dimitri scored hier weiter sehr, sehr ordentlich. Hieft seinen Average 60. Mittlerweile auf knapp unter 100, spielt im Moment 98. Gary Anderson hängt weiter beim 92er Average. Das Scoring, das fehlt definitiv und das kann man durchaus an diesen fehlenden 180ern dann auch festmachen. So, jetzt wechselt er auf die 97. Aber es sind auch drei perfekte Darts. Vielleicht sagt sich Gary, wenn die 180 so lange nicht fällt, dann spiele ich sie auch nicht mehr. Ein bisschen beleidigt auf die 180. Doppel 20 für Vandenberg. 10-7 Führung ist möglich. Und der passt bei Dimitri zum 10. Leg. Kann sich jetzt so ein bisschen absetzen hier von Gary Anderson. Der jetzt tatsächlich Druck hat bei seinen Darts oder mit seinen Darts. Denn verliert er das hier noch, dann sind es tatsächlich diese zwei Breaks, die Dimitri dann vor wäre. Wurde auch viel darüber diskutiert, dass schon ab dem Viertelfinale Max nur noch zwei Spieler aus den Top 10 mit dabei waren hier bei diesem World Matchplay. Das kann, ist natürlich eine Statistik, ja. Das zeigt aber, glaube ich, auch bei diesem World Matchplay gerade explizit, auch mit Dimitri Vandenberg im Finale, dass du mittlerweile eben 25 Topspieler, nicht nur 10 oder 8 hast, die bei so einem Major einfach gewinnen können. Das heißt, die Breite in der Qualität ist viel, viel dichter geworden. Ja, das ist richtig so. Die zweite und dritte Garde hat wirklich aufgeholt und sind alle auf einem ähnlichen Niveau. Und da ist es dann oftmals die Tagesform oder die Turnierform, wie jetzt hier beim World Matchplay, die dann den Unterschied macht. Weil Dimitri spielt schon die ganze Woche auch konsequent auf diesem Level. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass er enorme Schwankungen hat, sondern er bewegt sich immer knapp unter diesem 100er Average. Genau, vor diesem Finale ziemlich genau 98 im Average, die komplette Woche über gespielt. Und das matcht er auch hier in diesem Finale. Und auch das ist ja diese Kunst, über diesen Zeitraum von Spiel zu Spiel immer wieder beständig zu spielen. Und auch hier ist er wieder in einer hervorragenden Position, Dimitri Vandenberg, um Anderson erneut zu breaken. Jetzt kann er ihm richtig wehtun, wenn er hier die 72 Punkte rausnimmt. Doppel 18. 54. Aber Gary muss die 54 rausnehmen, ansonsten sind das vier Legs in Folge für Dimitri. Zwei auf Tops. Double Trouble hat er definitiv nicht, Gary Anderson. Da ist er weiter sehr sicher. Das 8-10 aus seiner Sicht. Und der Hinweis, die Darts von einem Dimitri Vandenberg, von einem Gary Anderson, die sehr beliebt sind bei den Darts-Fans, aber auch von unseren deutschen Stars wie Max Hopp, Gabriel Clemens und Martin Schindler. Die gibt es natürlich zu erwerben online und im Dartshop Fachhandel. Und für alle Fans von Max Hopp sei gesagt, Max, da kommt was Neues demnächst. Kommt was Neues, ja, im Herbst wird es die Phase 2 geben, da gibt es eine neue Version der Darts. Ein schwacher Start hier in das Leck von Gary Anderson. Es bieten sich jetzt gute Chancen hier für Dimitri, seine Führung weiter auszubauen. Dann wäre der Sensationssieg von Dimitri gar nicht mehr so weit entfernt. Wir spielen hier First for 18. Und so wie das Spiel tatsächlich bislang läuft, Max, ist das Ganze für Dimitri schon so ein Ding, wo er sieht, hey, ich kann das, ich spiele damit, ich spiele das wieder vorne weg, ich spiele konstant, ich habe nicht viele Fehldarts. Also da wächst du natürlich auch mit diesem Spiel. Auf jeden Fall, er merkt, dass er relativ stabil ist und er Gary Anderson das Problem hat mit den hohen Scores. Er checkt sehr gut, aber ihm fehlen halt so diese Highscores, diese beliebten 180er. Triple 20 hat er, Doppel 14.
Doppel-7. Die miese 7, Max, oder? Die Doppel. Ja, Doppel-7, Doppel-3. 7-3-9. Ja, das spielt niemand so richtig gerne. Aber auch die musst du beherrschen als Profi. 52. Ebenso die Doppel-1, sicherlich in Dartkreisen bekannt. Ist schon der ein oder andere gescheitert an dem Doppel. Jetzt muss er stellen, Dimitri Vandenberg. Aufs Mathaus, aber auch das funktioniert. Das 11-8 für Dimitri. Bockstark, Dimitri, in diesem Finale. Keine Spur von Nervosität, von diesem Feeling. Uah, zum ersten Mal in so einem großen Finale. Ja, am Anfang war ein bisschen Nervosität vorhanden, das hat man auch gesehen. Bei der ersten Pause ist er die Bühne so auf und ab gelaufen. Und seine zweite 180. Aber mittlerweile ist da wirklich nichts mehr davon zu sehen. Weiterhin bei einem Average von 98 Punkten, zweite 180 gerade geworfen. Und der merkt auch, es geht heute was. Also Anderson ist schlagbar. So, nochmal das Ding vervollkommnen. 5 perfekte Wands. Aber auch da wieder, gegen die Darts ist das natürlich hervorragend gespielt. Nächstes Triple. 134. 9 Darts, 47 Rest. Bam. So, und jetzt? Immer noch nicht. Wir haben kurz gesehen, da hat Gary Anderson probiert, den Pfeil über die anderen beiden drüber zu werfen. Da ist er kurz auf die Zehenspitzen gegangen. Nächstes Break jetzt von Dimitri Vandenberg. Der führt hier mit 12-8. Und die Sensation gehorchte ihm in diesem Finale bislang. Das stimmt, ja. Die machen, was er will. Und so weit muss sie die erstmal bringen, Max. Ja. Das kennen wir alle, ist gar nicht so leicht. Thank you. 21st leg, Dimitri to throw first. Wie kleine Kinder, die nicht hören wollen. So schaut's aus, ja. Das 21. Leg, Dimitri Vandenberg wirft an. So, kommt Gary Anderson in sein Spiel. Man dachte es schon nach dem 6-5, nach diesem Break, da 130 rausgenommen hat. Danach aber das Highlight bislang in diesem Finale, direkt im Anschluss, checkt Dimitri Vandenberg den Big Fish, die 170 zum erneuten Ausgleich. Das war das 6-6 und seitdem eben hat Gary Anderson nur 2 Legs gewinnen können. Er hadert immer wieder mit sich selbst und ja, wir können nur hoffen, dass er sich jetzt fängt. Hier sehen wir es, noch keine 180. Trotzdem sehr solide auf die 140er, aber auch bei den 100-Plus-Scores ist Dimitri deutlich vorne. Checkout auf die Doppel, auch bis hierhin von beiden hervorragend, beide über 40%. 99. Ja, daran liegt es definitiv nicht, es sind dann eher die hohen Scores, die fehlen. Erwischt aber auch den ersten Dart dann nicht in der Triple 20 wie gewohnt. 115. Korrigiert das hier aber sehr stark, erwischt zweimal die Triple 19, erzielt 115 Punkte. 93. Sehr guter letzter Dart von Dimitri Vandenberg, damit wieder als erster im Finish-Bereich. 137. Dann gut gestellt von Gary Anderson. Also letzten beiden Aufnahmen, die letzten 6 Darts, sehr stark von Gary Anderson. Aber Bullseye für Dimitri. Bullseye für Dimitri. Bam! Er nimmt die 124 raus und macht das 13-8. Und das sind Darts mit Wirkung, Max. Die 170 hier wieder übers Bullseye raus. Enormer Big Point hier. Ja, schau dir das an, schon 3 High Finishes. Die 170, die 124 und die 121 gecheckt von Dimi Vandenberg. Wow.
Jetzt hat er schon 5 Legs Vorsprung auf Gary Anderson. Das ist nicht mehr weit. Wenn die 18 bei Vandenberg steht, dann haben wir hier einen Sensationssieger. Dann haben wir einen neuen Major-Titelträger, den ersten Belgier, der bei der PDC ein Major gewinnen würde. Es wäre der erste Titel auf der Tour überhaupt für Dimitri Vandenberg. Und damit mit so einem World Matchplay Titel gehst du in die Phalanx der ganz Großen ein, denn erst 9 verschiedene Spieler haben diesen Titel geholt. Und da hinten ist sie, die Wall of Fame beim World Matchplay. Vielleicht auch mal kurz die Zeit, diese Sieger kurz vorzustellen. Rob Cross gewann das, Gary Anderson, Colin Lloyd, Peter Avison, Larry Butler, der erste Sieger, James Wade, Rod Harrington, MVG und natürlich Phil Taylor. Chance hier auf einen High Finish bei Anderson. Und aufgepasst auf die 132. Bullseye. Nimmt er das wieder raus? Das gibt's ja nicht! Da kann sich sogar Gary Anderson das Grinsen nicht verkneifen. 4. High Finish für Dimi. Da läuft jetzt alles bei Dimitri. Das sind fast Darts vom anderen Stern, die er hier hintereinander zaubert. Er marschiert Anderson hier davon. 99. War das stark, wie abgezockt er das gemacht hat. Letzten 4 Legs gewonnen. 2 High Finishes dabei. 2-mal Gary Anderson gebreakt. So zermürbst du langsam aber sicher einen Gegner in so einem Spiel. Auch wenn das ein Gary Anderson ist. Er war der krasse Außenseiter vor Beginn dieses Turniers. Wettquoten auf seinen Sieg standen bei 1 zu 200. Da hätte man sich mal ein bisschen die Taschen voll machen können. Auf jeden Fall, ja. Bei Gary Anderson läuft ganz, ganz wenig im Moment. 6 Legs vor. Auch Comebacks, natürlich ein großes Thema, immer wieder bei diesem World Matchplay. Auch da gab es ja schon unglaubliche Comebacks. Einstmal Andy Hamilton gegen Simon Whitlock von 8-15 auf 17-15. Verpasst jetzt zwar die Doppel-16, aber 160 Punkte muss Gary Anderson jetzt erstmal checken. Ist nicht mehr möglich nach dem ersten Fall. So mit Dimi jetzt die Chance, 15 zu 8 in Führung zu gehen. Aufgepasst. Und ganz Belgien zittert mit diesen Darts. Doppel 8. Doppel 4. Doppel 4 zum 8 zu 15. Fünf Legs in Folge an Dimitri Vandenberg und wieder der letzte Dart, der den Weg nicht findet, um das Kunstwerk 180 zu vollenden für Gary Anderson. Und so spielst du, Max, gegen die Darts. Mitgehen mit dem Score. Genau, immer dranbleiben, immer sich in lauer Stellung bewegen, dass wenn Gary Anderson wie hier mal so eine schlechte Aufnahme hat, dass man sofort reingrätschen kann und zur Stelle ist. So, aufgepasst. Reingeschmirgelt jetzt von Gary Anderson im 24. Leg. Spielt er die erste 180 seines Spiels. Vielleicht platzt ja jetzt der Knoten und es kommt eine nach der anderen. 140. We require 136.
So, jetzt läuft sie wieder, die Triple 20 bei Gary Anderson. Und wir merken auf, 164, Max. Die hat er schon rausgenommen im Turnier. Diesmal nicht. 132. Gary require 8. Doppel 2. Doppel 2, Gary Anderson, die muss er und die macht er. Gary Anderson, 25th leg, Dimitri to throw first. Game on. Nach 5 Legs in Folge von Dimitri, ein Lebenszeichen von Gary Anderson mit dem Leggewinn und vorher der ersten 180 und natürlich alles nochmal nachschauen, was es gibt zu den Darts in der Sport 1 App. Das letzte Break, das Gary Anderson gegen Dimitri Vandenberg gespielt hat, war das 6:6 mit dem High Finish, 130. Seitdem ist er gegen die Darts nicht mehr angekommen. Guter letzter Dart, wichtiger letzter Dart von Dimitri, der jetzt langsam aber sicher am 100er Average kratzt, spielt hervorragend in den einzelnen Segmenten. Nur das erste haben beide 86, 87 gespielt. Seitdem jedes einzelne Fünfer-Segment von Dimitri Vandenberg mit über 100 im Average. Das macht er wieder super, lässt sich 78 hier Rest. Gary Damit Anderson. Gary Anderson wieder keine Chance ranzukommen eigentlich an das Leg von Dimitri. Er ist immer ein, zwei Darts entfernt. Dimitri hält ihn da gut auf Distanz. Triple 18. Erwischt er nicht. 20 für die Doppel 20. So, Tops zum 16-9. 58. Gary requires. Aber Gary braucht hier ein großes Ding. Und das hat sich damit schon erledigt mit dem ersten Dart. 16. Leg, das wäre so ein kleines geistiges Kaviarbrötchen jetzt schon für Dimitri Vandenberg. Vor der letzten Pause, das passt, 16:9 Dimitri Vandenberg. 9:16, schon ein mächtiges Brett ist für Gary Anderson. Die größten Comebacks, wir haben das schon mal angesprochen, Andy Hamilton holte mal gegen Simon Whitlock ein 8:15 auf, gewann noch mit 17:15 im Viertelfinale 2011. Und noch gar nicht so lange her, vergangenes Jahr, wenn wir uns erinnern, legendär im Halbfinale Rob Cross, hinten gewesen gegen Daryl Gurney, 9:15 und 7:14, um dann noch 17:15 zu gewinnen. Das sind schon Kraftakte und das ist natürlich auch immer abhängig von der Spielweise erstens des Gegners und ob man nach so einem Niederschlag sein Spiel nochmal nach oben heben kann. Das Problem ist, Gary Anderson ist gar nicht niedergeschlagen, sondern Gary Anderson hat über das ganze Match, vor allem im Scoring, noch nicht zu seinem Spiel gefunden. Max, es wirkt nicht so, als könnte er nochmal einen reinheben. Ja, aber das kann er, das kann er. Damit muss man bei Gary Anderson natürlich immer rechnen. Aber sein Spiel ist heute einfach nicht so flüssig wie sonst. Oftmals ist der erste Dart knapp drunter, knapp drüber in der Triple 5, wie jetzt gerade. Und ja, er lebt auch wirklich viel von diesem ersten Dart, dass er die anderen zwei da jetzt hoffentlich schön reinschlänzen kann. Spielt wieder unten über die Triple 19. Seine einzige 180 bislang im 24. Leg gespielt, Gary Anderson. Dimitri Vandenberg aufs Ganze. Kunstvoll aufgepumpt, die Triple 20. 130, die hat Gary heute schon gecheckt. Wundert mich, dass er da nicht auf der 20 bleibt, weil Dimitri hat ein Finish. Er könnte jetzt theoretisch diese 167 Punkte ins Ziel bringen. Und rechne mit allem bei Dimitri Vandenberg. Auf jeden Fall, wer 170 checkt, der kann auch 167. Nicht in dieser Aufnahme. 97. Tops für Gary Anderson. So, passt. Das 10:16, Gary Anderson.
Erster gibt vor, zweiter zieht nach. 139, gute erste Aufnahme hinein mit den Darts von Dimitri. 140. Darts Geschichte schreiben. Das haben sich schon so viele vorgenommen. Das geht auch immer wieder. Und wir erleben bei manchen Turnieren, Max, wirklich unfassbare Sachen immer wieder bei den Darts. Aber als Debütant das zweitwichtigste Turnier im Zirkus zu gewinnen. Ja, das ist schon was ganz Besonderes, wenn ihm das heute Abend gelingen sollte. Und es sieht wirklich danach aus. Er hat sich schon so ein bisschen zum Spieler des Turniers entwickelt. Wirklich auch mit seiner Ausstrahlung, mit der Art und Weise, wie konsequent er das hier zu Ende spielt. 122 Punkte. Gary hat sich kein Finish gestellt. Steht da auf einer Boogie-Number. 169 kann man nicht mit drei Pfeilen checken. 102 Rest, geht er über? Ist nicht möglich mit zwei Darts. Er hätte über die 18 spielen können oder beziehungsweise müssen, aber da Gary kein Finish hat, hat er gedacht, okay, ich riskiere es mal und gehe über die 20, aber normalerweise gehst du immer über Triple 18 bei 122. Der kann jetzt nur Druck erzeugen, Anderson. Gelingt ihm gut. Nochmal, Single 20 für Tops. Der bounced. Ist der bitter jetzt von Dimitri van den Berg? Extrem bitter. Und somit die Chance zum Break für Gary Anderson. Doppel-10. Einen noch auf Doppel-10. Verpasst! Er hat nicht viel verpasst aufs Doppel, Gary Anderson. Aber das könnte sowas wie eine kleine Vorentscheidung sein. Doppel 20, 10 zu 17 für den Außenseiter. Ein Leg entfernt vom World Matchplay Titel Dimitri van den Berg. Gary muss irgendwie in den Flow kommen. Er kann sich nichts, gar nichts mehr erlauben jetzt. Und Dimitri van den Berg erlaubt sich hier wieder eine hohe Aufnahme, um mitzugehen. Ja, der will jetzt. Er will jetzt seinen Titel. Du musst auch so schnell wie möglich zumachen. Nicht, dass du nochmal in so eine Phase gehst, wo du dir zu sicher bist, Max. Genau. Wenn der Gegner dann nochmal rankommt, dann geht das Nervenflattern los. Das darf Dimitri jetzt nicht riskieren. 65. 99. Erwischt ein Triple, aber trotzdem kein Finish. 166 Punkte da bei Gary Anderson. Mit einer starken Aufnahme bringt sich hier Dimitri in eine super Ausgangsposition. 93. Ja, das Triple ist wichtig, lässt ihm auf jeden Fall ein Finish. 84. Dimitri, you require 143. 63. Gary require 82. Gary muss die 182 hier löschen. Muss er. War Single 11. Gleicht das aus, trifft aber doppelt 10. 80 Rest. 80. Vielleicht schon die ersten Matchstarts für Dimitri van den Berg. Aufgepasst. 64. Probiert doppelt. Doppel hier rausgehen. Auch das natürlich in Style.
und einer für die Champions, ja. Und Gary verpasst. Gary verpasst. Drei neue Matchstarts für Dimitri Vandenberg. Vor dem größten Erfolg seiner Laufbahn. Er macht das Ding so cool, wie er das ganze Turnier gespielt hat. Wir haben bei World Matchplay einen neuen Champion. Und es wirkt so, als kann er das noch gar nicht begreifen, Max. Als muss ich das erstmal setzen, aber das wird rauskommen, ganz sicher bei Dimitri. Macht da sein Tänzchen. Der Junge hat gerade den nächsten Schritt in seiner Karriere erfolgreich absolviert. Der Junge hat eben Darts-Geschichte geschrieben als Debütant beim World Matchplay. Nicht nur ins Finale, nein, den Titel geholt. Gegen einen Champion hier, gegen Gary Anderson. Das Match beherrscht. 18:10 gewonnen. 150.000 Pfund in die Kasse geholt und überhaupt seinen ersten Titel auf der PDC-Tour geholt. Er hat die 170 gecheckt in diesem Finale. Er hatte 4 High Finishes. Er hat das vor allem ab diesem Break zum 7:9, also 121 rausgenommen hat, so souverän nach vorne weggespielt. Ja, er hat das hinten raus wirklich sehr, sehr souverän gespielt. Receiving the silver salver and 70,000 pounds. Gary Anderson im Finale hier beim World Matchplay tatsächlich chancenlos und unerwartet chancenlos, aber ihn hat das Scoring komplett im Stich gelassen heute. Ja, definitiv. Also wir sind andere Scores von Gary Anderson gewohnt als das, was wir heute gesehen haben. Er war auf die Doppel stark, aber es haben ihm dann doch seine gewohnten 180er hinten rausgefehlt. Der 10. Gewinner des World Matchplay wird sich hier hinten an der Wall of Fame verewigen lassen dürfen. Er bekommt jetzt die seit 2018 vergebene Phil Taylor Trophy, knapp 75 cm hoch. Es ist schon die neue Version, denn die Originalversion von 2012 bis 2017 vergeben. Die steht bei Target Darts in der Vitrine, weil sie Phil Taylor nach seinem Karriereende überreicht und übergeben wurde. Und Dimitri Vandenberg ist spätestens jetzt ein ganz, ganz großer im Darts-Zirkus. Max, Bilder, die für sich sprechen, wunderbare Bilder. Der zweitjüngste Sieger hier beim World Matchplay. Da kriegt man Gänsehaut. Toller Moment hier für Dimitri Vandenberg. Hält hier die Trophäe in die Höhe, auch wenn kein Publikum da ist. Aber ganz, ganz großer Moment für den Jungen jetzt. Wir haben hier noch Glenn Durren und wir sehen es nur ganz kurz hier. Dieser Wegwerfer eigentlich von Vincent van der Voort, Max. Es gibt nicht viele Regeln im Darts, aber dafür gab es eine Regel. Definitiv. Eine Regel ist, du musst, darfst niemals unter der Schulter den Pfeil werfen. Und Van der Voort dachte, er wäre übergetreten. Das war ja gar nicht mal der Fall. Aber das hat natürlich für hitzigen Diskussionsstoff im Nachhinein gedauert. Ne? Weil Vincent Van der Voort war sehr, sehr angefressen. Kirk Bevins hat das eben nicht gezählt, diesen Wurf, genau. Und hat das moniert. Vincent van der Voort hat danach, nach diesem Match, geschimpft ohne Ende, hat sich aber tatsächlich, nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hat, auch bei Kirk Bevins entschuldigt und gesagt, der Kirk Bevins hatte definitiv recht, was diesen Wurf anging. Das war aber definitiv auch nicht das einzige Highlight bei diesem Match, Max. Van der Voort spielte von Beginn an unglaublich auf, aber Glenn Durrant, den darfst du einfach nicht unterschätzen und den darfst du vor allem niemals abschreiben. Ja, der beißt sich in jede Partie zurück und Van der Voort hat stellenweise 10:5 geführt und Glenn Durrant kam doch gerade hinten nochmal ran und hat dann die entscheidenden Big Points gemacht und Van der Voort war nach der Aktion auch ein bisschen von der Rolle, hat ein bisschen seinen Fokus verloren, das hat ihm den Einzug ins Halbfinale gekostet. Das heißt, wir blicken nochmal auf den Weg von Glenn Durrant in diesem Viertelfinale, das wirklich alles hatte, gegen Vincent van der Voort. Are you ready for darts? Another belter lined up here. Wow!
Glenn Durrant has reached the quarterfinals once again. That's glorious. What an excellent performance. Business, business, business. And he did the business to Daryl Gurney. Ja, braucht ein Triple. Six. Nee, steht auch bei 180. Nochmal die Möglichkeit zurückzuschlagen. Vincent van der Voort. 140 für 40 Rest. Wichtig, keine 180 werfen in dieser Situation. Ganz, ganz wichtig. Ist auch schon vorgekommen. Tops für Van der Voort zum 15-15. So, und auch da bleibt er jetzt stark, Vincent van der Voort. Und damit ist dieses Spiel noch nicht vorbei. Jetzt geht's hinein in die Two-Clear-Leg-Regel. Zwei Legs muss man vorlegen, um dieses Match zu gewinnen. Und Goal, das internationale Fußballmagazin, natürlich sofort und direkt im Anschluss hier an dieses Darts-Drama. 180 zum Auftakt hier hinein, Glenn Durrant. Gut mit der 140, Van der Voort. Kopf an Kopf rennen. Jetzt brauchst du alles. Jetzt brauchst du dein Spiel, Max. Jetzt brauchst du die Erfahrung. Jetzt brauchst du so einen Killerinstinkt. Und jetzt brauchst du aber auch das Vertrauen in dich selber. Ja, das Vertrauen in dich selbst und so ein paar Cojones sind jetzt ganz, ganz wichtig. Man muss jetzt schon hier volles Tempo spielen, Vollgas geben. Und sagen, ich hol mir das Ding. So wie es eigentlich Dimitri Vandenberg heute zu Ende gespielt hat. Bullseye, Doppel-8, damit zeigst du ihm, bam. Ja. Jeder Dart ist jetzt ganz, ganz wichtig. 134. Klasse von Durrant. Auch damit machst du einen Gegner natürlich auch mürbe, Max. Wenn du immer hinterher rennst, der auf 5 Legs wegkommt und du wirklich im 29. Leg zum ersten Mal überhaupt in Führung gehst in so einem Match. Und das ist das 16-15 für Glenn Durrant. Wichtig für Van der Voort hier. Diese hohe Aufnahme mit den Darts. Er hat jetzt schon so spürbar das gewisse Etwas. Findest du nicht, Max Glenn Durrant? Ja, das stimmt, aber ich würde Van der Voort noch nicht abschreiben hier. Auch wieder mit 140 reingekommen. Jetzt patzt er. Jetzt kann Durrant ihm wehtun. Ganz wichtige Aufnahme für ihn. Hat er vorher mal nicht geschafft, als Van der Voort ebenfalls ohne Triple blieb. Im Nachhinein spielte Durrant eine 58 und auch hier bleibt er ohne Triple. Auch das zeigt wieder, dass Darts hin und wieder seltsame Wege geht, Max, oder? Das stimmt. Van der Voort rückt hier alles wieder gerade mit der nächsten 180. Die 15. in diesem Match. So, 6 Darts für 126, Vincent van der Voort. 68. Wichtiger letzter Dart von ihm. Er kann nochmal Druck erzeugen, der steckt sehr gut. 140.
Hier geht runter 137. Aber Van der Voort darf jetzt nicht patzen, sonst ist Doran zur Stelle. Zwei Darts auf die Doppel 20. So, auch das passt wieder. Van der Voort erledigt seinen Job. Auch das ist ja die Kunst, in so einer unglaublichen Situation, nachdem du so lange auf der Bühne warst, nachdem du hier hart gefightet hast, nachdem du mental alles reinwirfst, jetzt da noch so da zu bleiben, so dabei zu bleiben, da deine besten Darts jetzt auszupacken. Das stimmt. Wir befinden uns hier jetzt in Leg Nummer 33 und das schlaucht natürlich auch schon ganz schön für die Spieler. Das ist jetzt nochmal der letzte Kraftakt. Nochmal alles reinwerfen. Du hast es auch bei Adrian Lewis gegen Dimitri Vandenberg schon mal angesprochen. Da, auch wenn keine Zuschauer da sind, durch das Licht, durch die Bestrahlung der Bühne, ist es unglaublich heiß auf der Bühne. Es ist unglaublich heiß und die Jungs müssen sich ja wirklich konzentrieren über so eine lange Dauer. Natürlich haben sie kurze Breaks, aber man muss sofort wieder in seinen Fokus kommen. Und ja, schwierig da wirklich jeden da perfekt zu werfen. Das ist ja die Kunst, möglichst lange die Konzentration aufrechterhalten und im richtigen Moment zur Stelle zu sein. 96. Was für ein Wechselspiel. Was für ein Verlauf dieses Matches hier. Schwer zu sagen, auch wer es macht. Glanzmoment jetzt von Van der Voort. Stellt sich da die Doppel 18. Schwer zu sagen auch, tatsächlich, was es dann ist, was so ein Match dreht. Es war sicher mal so ein kleiner Punkt. Ja, vergewissert sich nochmal. 58 Rest. Jetzt bloß keinen Fehler machen. 18 für die Doppel 20. Kein Fehler bei Glenn Durrant. Also es gab da mal so einen Punkt, Max, wenn wir uns erinnern, als beide nicht rausgekommen sind aus diesem Lake. Viele, viele, 7, 8 Darts auf Doppel jeder vergeben hat. Aber in letzter Konsequenz ist das sicher eine Kleinigkeit, aber es ist auf der anderen Seite schon eher diese Beharrlichkeit, mit der Glenn Durrant spielt eigentlich. Ja, das stimmt, aber Van der Voort hat immer wieder gute Momente. Also der lässt sich auch nicht so leicht abschütteln. Jetzt wieder mit 140 aufgeschlagen, der hat gelauert eben auf der Doppel 18. Für mich gefühlt wird es auch Glenn Durrant machen. Aber ich weiß nicht, der Van der Voort, der bleibt dran. Der kämpft. Er gefällt dir, wie der spielt heute, oder Max? Ja, schon, weil, ja. Gut, jetzt wollte er dem Dartboard am liebsten eine reinhauen. Zumindest hat er es mal angedeutet. Ist auch keine Lösung, ja. Du liebst es und du hast es, oder? Ja, Darts ist wirklich, Fluch und Segen. Aber wenn du einmal Darts spielst, du bist so angefixt, du kannst gar nicht aufhören. Du wirst immer wieder Dartpfeile in die Hand nehmen, selbst wenn du mal ein kurzes Päuschen machst. Darts ist einfach geil. Punkt. Das ist Fakt. 96. Word, Max. Word, ja. Muss man nichts mehr zu sagen. Ja, der steckt super. Noch einen da rein und der hat einen Finish. 95. Wieder den Draht touchiert, nur von der falschen Seite. Jetzt winkt Van der Voort ab. Lässt vielleicht kurz die Konzentration nach. Wichtiger Moment für Durant. Gutes Triple, besseres Triple noch nachgelegt. Kann sich Van der Voort nur ein gutes Finish stellen. Und Durant wird gleich einen Matchstart bekommen. 60. When you require 75. Für die Doppel 20. Und jetzt Matchstart, Glenn Durant. Glenn Durant verwertet den ersten, steht damit zum zweiten Mal in Folge
beim World Matchplay im Halbfinale. Fotos finde ich uns auch eine sehr nette Idee. Die Möglichkeit hätten die, dass die Fotos eingeblendet werden von Fans, die man einschicken kann. Eben übrigens gerade der legendäre Bobby George gewesen, hier Phil Taylor hinten. Also es sind so die Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Ich finde, es ist mit sehr viel Liebe gemacht, sehr viel Liebe zum Detail hier von Sky und der PDC, um hier aus den bestehenden Möglichkeiten eben das Beste rauszuholen. Hat Peter Wright nach seinem ersten Spiel auch gesagt, er hat sich da mal Inspiration geholt von der Vidi-Wall, weil er eben da die Fans ein bisschen gesogen hat, als wären die da. Ja. Da muss ich sagen, wirklich, man hat versucht, also die Atmosphäre bestmöglich reinzuholen. So, noch einen dahin und dann das Bullseye. Nein, das der steckt schwierig, ja. Das macht er doch nicht, der Mutter. Hätte sich gestellt. Sein. Behaupte ich einfach mal. Smith kommt vielleicht nicht rein. Nee. Also. 6 Darts für 72. Und dann ist er nur noch ein Break weg. Jawohl, Doppel 18. Doppel 9 jetzt. 54. Ja. Ja, der letzte. Das war wieder so ein Michael Smith. Schon losgelaufen, bevor der Dart überhaupt an Bord landet. Das tut weh, ne? Also, wenn jetzt Matejski nicht reinkommt oder sich nicht checken kann. Ja, so wie jetzt, dann hast du tatsächlich viele, viele Punkte liegen lassen. Wegen Unkonzentriertheit, wegen Aufgabe vielleicht auch schon des Legs. Auf dem anderen Weg hätte er garantiert einen Dart auf Bullseye bekommen. Im Normalfall, wenn er zwei dicke Zahlen getroffen hätte. So, aber Radhaiski, jetzt mach es aus. Jetzt macht das aus. Und damit ist es dieses eine Break, das nur noch den Unterschied macht. Nach einer 14:9 Führung für Michael Smith heißt es jetzt nur noch 12:14 aus Sicht von Christoph Radhaiski. Der 100 bleibt er zunächst mal dran am Leg von Michael Smith. Das sind gute Darts jetzt. Und das sind bessere Darts. Ja, er geizt ein bisschen. Das ist erst seine vierte 180. Aber besser timen kann man die eigentlich kaum. Ja, trotzdem stark reagiert von Michael Smith. Komm, wirkt ein mental ein bisschen stabiler als vor Corona. Lässt sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen von diesen ständigen, dass er ihn wirklich nicht abschütteln kann, obwohl er der deutlich, also es hat deutlich bessere Spieler, aber doch deutlich besser scored. Wird er ihn nicht los. Jetzt müsste er auf die 17 gehen. 56. Genau. Michael 136. Nee, ich habe mich verrechnet und er auch. Ich habe nur gesehen, dass er da unten hinzielt. Das war nicht gut, hätte auf die 19 gehen sollen. Auf die 18 gehen sollen. Das kann man nur mit Master Out ausmachen. Aber es ist hier nicht erlaubt. Aufs Bull. Jawohl. Und der Rest an Michael Smith. Wichtige drei Darts in der Hand für dieses Doppel. Und auch da lässt er sich das nicht nehmen. Du hast es schon gesagt, Werner. Er wirkt sehr stabil. Er scheint tatsächlich auch in dieser jetzigen Drucksituation sehr stabil, Michael Smith. Ja, also auch, was ich sagen will, er nimmt die Rückschläge, verkraftet er besser, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Früher hätte ihn das vielleicht wirklich mal aus dem Konzept gebracht und da. Das sind ja auch schon Rückschläge, die haben ja auch schon wehgetan, aber er kam eigentlich immer stark wieder zurück. Ja, und, 57. Schön 180 von Radhaiski. Häufen sich jetzt auch bei ihm.
140. Auch zwei Triple, nee, kommt nicht in den Finish-Bereich. Der letzte auch wieder eigentlich zu lustlos. Da wird er jetzt kaum noch hinreichen können an dieses Leg von Ratajski. Ja, jetzt 20 für Tops, jawohl. Schauen wir mal, ob Michael jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen dich in eine Position bringen kann. Jawohl, er hat auf jeden Fall einen Finish. Und 104 auf dem Mann. Rest, Ratajski. Tops zum 13-15. Aber jetzt wirft Michael Smith zum Match fürs Halbfinale an. 82. Wichtiger letzter Dart, aber das ist das eine Break, das Ratajski hinten liegt. Er kann jetzt mit einem Break alles wieder in die Reihe bringen und das Spiel in die Verlängerung schicken. Beziehungsweise, wenn er das Break schafft, da spielt es in seiner eigenen Hand. Genau, kein Triple. Ja. Das war eine nicht optimale Aufnahme von Smith, die hat er nicht bestrafen können. Mit der 140, es war jetzt immer die Stärke vom Bully Boy, dass er eben in seinen Legs, die er startet, mit ein, zwei großen Aufnahmen richtig vorgelegt hat. Ja, das sieht aber auch gut aus. 136. Da ist da, Smith weiß, er braucht Triple, er wirft Triple. 140. Schöne 140 ist im Finish hinten jetzt die Legende Eric Bristow mit einem Fan zu sehen. Der größten Legenden der Startsport überhaupt. 136. Michael Oboe 139. Leider auch viel zu früh gegangen von uns. Vielleicht was mehr als einem Jahr während eines Premier League Spiels in Liverpool. Christopher Oboe 170. Die 170, die hätten es jetzt. Ja, knapp drüber. Wir könnten die ersten Matchstarts zu sehen bekommen in diesem Viertelfinale bei der nächsten Aufnahme 93. von Michael Smith. 97. Cool. Jawohl, einen für Tops, erster Matchstart. Aber Ratajski ist jetzt wieder da. Also mit 77 ist er da. Er ist in Lauerstellung. Das kann man machen. Er sollte einen Dart oft doppelt bekommen, auf jeden Fall. 19, die 18 für Tops. Nochmal neuer Fokus gelegt von Ratajski. 18 passt. Einen fürs Break. Nee! Den lässt er aus und der kann fatal werden für Ratajski. Den Michael Smith kommt mit drei frischen Matchstarts an Sorki. Der dritte insgesamt, der passt. Ratajski im Viertelfinale raus und mit Michael Smith haben wir den ersten Halbfinalisten stehen. Und Michael Smith weiter auf der Jagd nach seinem ersten Major-Titel. Das Ganze ging noch weiter in Viertelfinale 2, denn da trafen Gary Anderson und Simon Whitlock aufeinander. Simon Whitlock, der zuvor ja MVG, die Nummer 1 der Welt, hier rausgenommen hatte. Bei Gary Anderson wusste man auch nicht so, wie es tatsächlich